Radio Bokito. Radio Bokito. Von Mensch zu Mensch. Und einen wunderschönen guten Abend am vorletzten Tag im Jahr, der 30.12.2017. Etwas verspätet starten wir unser Programm heute. Es waren wohl Internetproblematiken da, aber die haben sich ja innerhalb von Minütchen, Sekündchen so schnell regeneriert. Dafür sage ich danke Telekom und die Mitarbeiter dazu. Und ja, wir begrüßen heute Abend den Harald Kautzweller und er hat heute ein Thema Dinge, die schiefgelaufen sind. Und wenn ich daran denke, Dinge, die schiefgelaufen sind, fällt mir persönlich eine ganze Menge ein, aber das ist das Thema vom Harald Kautzweller. Wir haben ein Telefon freigeschaltet für euch. Das ist die für Österreich ein Festnetztelefon, die 0720 518 19 7. Jetzt schaue ich gerade auf meinem Sound. So, jetzt passt er auch bei mir. Und der Außenchat, wie gesagt, ist für euch auch geöffnet und dort könnt ihr eure Anregungen, Fragen gerne schreiben und die werden wir dann Harald Kautzweller natürlich in die Sendung live mit einbringen, diese Dinge. Und jetzt sage ich einen wunderschönen guten Abend. Wie gesagt, Harald Kautzweller, ihr könnt mitreden, interaktiv in den Warteraum reingehen, brauche ich gar nicht sagen. Ihr seid eh zum größten Teil alle alte Hasen. Zwei neue Gäste sehe ich da, die noch nicht bei uns waren. Das ist einmal der Liko 50, einen guten Abend, den begrüße ich erstmals, und ein Wurm 1.0 und sag auch da ein Hallo dazu. Harald Kautzweller, einen wunderschönen guten Abend zu dir. Ich habe dein Video geschaut, da war es bei dir Abend und in Amerika, glaube ich, war das letzte Interview mit dem Thema, was war das für ein Thema? Das war das Thema, da haben wir es schon. Harald Kautzweller on all the things. Ja, du weißt, welches Video ich meine. Heute bist du in Deutschland, denke ich, unterwegs und sag einen wunderschönen guten Abend zu dir. Schönen guten Abend allerseits. Lieber Harald, Dinge, die schiefgelaufen sind. Ja, die Ratio sagt ganz sicherlich, ja, es laufen viele Dinge schief. Je nachdem, wo man seine Bewertung wieder hinlegt. Wie bist du auf das Thema gekommen? Und vielleicht magst du dich mit ein paar Worten für die Leute, die dich nicht kennen, auch ein bisschen vorstellen. Ja, ich sage einfach mal, wie ich drauf gekommen bin und ich hoffe, das Vorstellen ergibt sich da dann automatisch mit. Wenn ich jetzt fokussiere auf die letzten 3 Jahre, da ist es so, dass eigentlich nichts anderes anstand, jetzt von der Zielsetzung her, als über möglichst viel Heilung zu finden. Und das ist wieder so eine Art Zwiebelschälen. Man guckt, was nicht funktioniert im eigenen Leben, begibt sich auf Ursachensuche, also nicht auf Symptomsuche, um Symptome abzuschalten, sondern wirklich auf die Ursachensuche und findet dann irgendetwas, was nicht wirklich menschlich ist, was einem irgendwann reingekeilt worden ist von der Seite, meistens ohne Einwilligung, und was dann den eigenen Charakter beeinflusst, verschiebt, verdirbt. Das ist wie, keine Ahnung, ein ursprüngliches HiFi-Gerät mit 22 Plugins, die da nicht hingehören. Und man zieht immer ein Plugin raus und wird ein Stück weit mehr Mensch. Und das Spannende, und das ist das, was ich heute mit euch teilen möchte, ist, dass jedes Mal, wenn sozusagen ein Teil von Persönlichkeitsverstellungen, Verschiebungen weggeht, mir auch, ja, ich Einblick bekommen habe in die Geschichte, in die Menschheitsgeschichte mit dem nicht vollen, aber weitreichenden Verständnis, seit wann es diese Dinge gibt und wie sie zu den Menschen gekommen sind. Und so ist jetzt über die letzten Jahre quasi eine Erzählung entstanden über die Menschheitsgeschichte, die einen roten Faden legt, in welcher Form wir von außen manipuliert worden sind, mit welchen Mitteln wir manipuliert worden sind, wie es dazu gekommen ist, dass wir heute, ich sage das mal ein bisschen provokativ aus meiner Sicht,
Weihnachtsbäume sind, die mit Dämonen behangen sind, wo kaum noch ein Rest Mensch agiert, sondern alle vitalen Funktionen, alle Willensbildung, ein großer Teil der Wahrnehmung, einfach nur noch dämonische Manipulationen und Verblendungen sind. Und je nach deren Pfeife tanzen. Und so wie ich das bei anderen Menschen beobachte, wenn man da nicht Vollzeit sein Augenmerk drauflegt, auch kaum ein Mensch die Chance hat, aus dem Labyrinth aus eigener Kraft wieder rauszukommen. Und das ist halt das, was ich teilen möchte, mein Weg, wie ich da rausgekommen bin, ist die eine Hälfte und die wichtigere Hälfte, weil die eben auch historisch nachvollziehbar ist anhand von Mythen, wie man die Menschheitsgeschichte lesen kann und wie sich dann die ganzen Ereignisse offenbaren, wo diese Manipulation, diese trojanischen Pferde bei uns eingeschleust worden sind. Wie siehst du denn die Struktur unseres Planetens allgemein? Jetzt hast du einiges angesprochen. Wir werden nicht aufgeklärt, wir können nicht richtig sehen und schauen. Vielleicht finden wir da mal einen Ansatz. Das sind jetzt so Dinge, einfach mal als Hausnummer, die Kombination von Fluorid, Glyphosat und Aluminiumoxid verkalkt die Zirbeldrüse und schneidet die Anbindung zum Hören selbst ab. Das ist das, was seit den 50er, 60er Jahren systematisch weltweit flächendeckend mit den Menschen gemacht wird. Und alle Leute, die blind und ohne drüber zu reflektieren, brav ihre Zahnpasta nehmen, die Luft atmen, da kann man wenig gegen machen mit dem Aluminiumoxid, was drin ist, oder sich das Deo unter die Achsel knallen mit dem Aluminiumoxid und brav ihr mit Glyphosat gesprühtes Getreide essen und nicht den Hinweis bekommen und dem folgen, dass es Möglichkeiten gibt, die Zirbeldrüse zu reinigen, um wieder eine Anbindung zum Höheren selbst zu kriegen. Die sind hier verloren. Die haben keine Anbindung mehr an ihr eigenes Wesen, sondern sind im Prinzip freigeschossen, isoliert und vorbereitet zur Übernahme als Bioroboter. Das sind Dinge, die kommen jetzt mehr aus der Umweltanalytik und Medizin, weil wir wissen, was welche Gifte mit dem menschlichen Körper an welcher Stelle anstellen. Und die Zirbeldrüse ist das Verbindungsorgan zum Hören selbst, mit dem kommunizieren wir mit unserem eigentlichen Ich. Und an die Stelle getreten ist halt das, was wir als Ego kennen. Und wer die Zirbeldrüse verdreckt hat, wer also brav gefressen und genommen hat, was uns der Mainstream verschreibt, der hat biochemisch erstmal gar nicht die Chance, mit seinem wahren Selbst überhaupt noch zu kommunizieren. Das sind so Dinge, die kann man einfach mal so als Hausnummern in den Raum stellen, damit wir verstehen, wie weit das gediehen ist und mit welchen Bandagen hier gekämpft wird. Da fallen mir gleich zwei Fragen dazu ein, Harald. Einmal, wie kann man die Zwiebeldrüse reinigen? Einmal, das ist eine ganz wichtige Frage. Und für mich die zweite Frage, wer veranlasst, dass das gemacht wird? Hast du da auch ein paar Infos zu? Drehen wir die Reihenfolge um. Also veranlasst ist schwer greifbar. Also ich kann nur sagen, was ich beobachte. Ich beobachte zigtausende von Menschen, die mit ihren völlig normalen dämonischen Besetzungen rumlaufen und aus Gründen, die ihnen rational sinnvoll erscheinen, komische Dinge tun. Also der eine versucht, den Ertrag in der Landwirtschaft zu steigern, der andere versucht, den Zahnschmelz zu retten und der dritte versucht, ein wirksames Deo zu kreieren und rums ist der Giftcocktail beisammen und macht, was er macht. Da ist auf der menschlichen Seite bedingt Absicht hinter. Also wir haben da größere Komplexe von Absicht, wenn Teilbereiche dieses biochemischen Puzzles, keine Ahnung, von Geheimdiensten genutzt werden für Mind Control, Überwachungstechniken, was auch immer. Da ist ja jetzt einiges publik geworden, was da so alles am Start ist an transhumanistischen Technologien, wo Teilbereiche des Manipulationsprogramms sozusagen von Interessengruppen, menschlichen Interessengruppen mitgenutzt werden. Aber das ist weit davon entfernt, dort federführend geführt zu werden. Das Federführende ist tatsächlich
auf einer anderen Ebene. Das sind die Existenzebenen, die wir als dämonisch betrachten. Das ist das, was in den Mythologien von der Kirche als das Satanische bezeichnet wird. Da werden die meisten Menschen es für sich verorten können, wenn sie denn mit den Begrifflichkeiten umgehen möchten. Für mich ist es von der wissenschaftlichen Warte aus nicht ganz so pathetisch. Was wir hier erleben, ist halt im Prinzip ein Kampf von zwei planetaren Bewusstseinssphären, dem irdischen und einem zugereisten, die um die Dominanz über die irdische Biologie kämpfen. Und das Zugereiste ist eben schwer traumatisiert, dabei die planetare Selbstzerstörung zu reinszenieren, weil sie das als letztes durchlebt hat, bevor sie von ihrem Heimatplaneten entfernt wurde oder weggehen musste, weil da kein Leben mehr möglich war. Und dieses Bewusstsein sucht sich jetzt halt eine neue Biosphäre, die sie besetzen kann, so wie, keine Ahnung, die Seele eines Verstorbenen den noch lebenden Nachbarn befällt, wenn dieser aufmacht und eine Schwäche zeigt, dann ist sowas möglich auf individueller Ebene, genauso wie auf planetarer Ebene. Das ist sozusagen das große Szenario, was wir erleben. Das ist das, was wir betiteln als Dualität oder wahrnehmen als Dualität, dass wir den Instinkten der Erde, die liebevoll sind, folgen können oder eben den Instinkten dieser anderen Entität, die hier als Satan bekannt ist und dann halt Dinge tun, die zerstörerisch und nicht liebevoll sind, sondern wo die treibende Kraft, Schmerz, Angst und die ganzen niederen Instinkte sind. Das ist das, was noch lebt von dieser Biosphäre, der Verstand und diese unangenehmen Gefühle. Mehr ist davon nicht mehr übrig. Ja, also das Ding ist hochintelligent und manipulativ. Und es kennt halt noch den Schmerz. Liebe, Freude und so weiter ist in dieser Sphäre gar nicht mehr bekannt. Das ist das, was die Quelle dessen ist. Wobei, das ist jetzt nicht so wichtig. Die Frage ist letztendlich, die Intrige zu verstehen, also das zu verstehen, was bei uns ankommt, zu verstehen, worauf das hinausläuft, also was das Ziel dieses Plans ist. Und dann einfach, wenn es nur mit dem Verstand des Egos ist, zu entscheiden, hey, das ist nicht die Zukunft, für die ich mich entscheide, ich möchte eine andere. Ja, die Zirbeldrüse ist dann noch die zweite Frage gewesen. Ich kann jetzt so ein bisschen feststellen und empfinde, dass die Menschen ziemlich abgestumpft im Endeffekt sind. Abgestumpft, ohne dass wir es merken, dass wir abgestumpft sind und eigentlich den offenen, natürlichen, potenziellen Kreislauf verlernt haben oder bewusst ja unterbrochen worden ist, kann man auch so sehen, weil der Mensch hat ja auch die Erkenntnis. Er hat sein Ego, er hat seinen Verstand, aber er hat auch die Logik und die Dualität, die du schon angesprochen hast. Ich denke, davon hat der Mensch sich so ziemlich entfernt. Ja, und wie gesagt, die Zirbeldrüse, da würde mich das natürlich noch interessieren, ob du da auch einen Tipp geben kannst, wie man denn sie auch wieder bereinigen kann. Hatte ich vergessen, genau, die Lösungen sind immer das Wichtigste. Also die Zirbeldrüse wird in erster Linie, also der Schlüssel ist das Fluor zum Dichtmachen. Das Gegengift für Fluor ist Bor. Die Art und Weise, Bor zu sich zu nehmen, ist Borax, ist nicht umsonst von der EU als illegal erklärt worden. Na, da merkt man, wie die Politik in die andere Richtung drückt. Und um Borax vernünftig aufnehmen zu können, muss noch der Jodhaushalt stimmen, also die Schilddrüse im Gleichgewicht sein. Das geht jetzt biochemisch zu weit ins Detail, da bin ich auch nicht der Spezialist, aber das sind auf jeden Fall die biochemischen Bestandteile. Also abgesehen davon, dass man die Gifte meidet, das ist natürlich das Wichtigste, also aufhören, fluoridisierte Zahnpasta und andere Produkte zu nehmen, aufhören, Nahrung aus der industriellen Landwirtschaft zu konsumieren und aufzuhören, sie mit Aluminiumoxid einzupinseln, jeden Tag unter den Achseln. Das sind die Basics, also erstmal die Giftzufuhr zu beenden und das Reinigen geht tatsächlich über diese Bor- und Jodschlüssel. Da kann man sich im Netz schlau machen, da gibt es viele Wege, da weiß ich jetzt auch nicht, welcher Weg für welchen Patienten der beste ist, je nachdem, nach Alter, nach Vergiftungsstand. Da ist Eigeninitiative gefragt.
Ich kann halt nur sagen, der Schlüssel geht über Bohr und Jod. Hier wird noch eine Frage gestellt zum Flur nochmal. Warum läuft das mit dem Flur so lange schon? Also warum, vielleicht geht es um Desinformation, Flur für die Zähne, so fing es ja an. Ne? Man hat ja uns gesagt, Wale hat das geschrieben, dass das ja gut für die Zähne ist, um den Karies zu vorbeugen. Und das war wohl dann das Programm, was installiert worden erstmal ist. Und warum das so lange geht? Ja, da habe ich jetzt weniger Antwort, vielleicht weil da man mit sehr viel Geld auch macht. Und das ist für mich immer so die Antwort, die mit Sicherheit heute Abend öfters von mir zu hören ist. Es geht meistens immer nur ums Geld, so denke ich, Harald. Geld ist immer ein Argument und ein Nebenschauplatz. Also die Flurgeschichte hat in Nazi-Deutschland begonnen. Da haben sie herausgefunden, dass wenn man Flur dem Trinkwasser beisetzt, die Leute apathisch werden und keinen Aufstand mehr zustande kriegen. Das haben sie eingesetzt in besetzten Gebieten im Osten und in Konzentrationslagern als chemischen Kampfstoff, um Gefangene und besetzte Gebiete einfach ruhig zu stellen. Das war der Anfang vom Flur und die Geschichte hat dann quasi eine Neubelebung gefunden, als die Aluminiumindustrie einen Aufschwung fand und bei der Aluminiumproduktion fallen große Mengen an Flur als Abfallstoff an und die hätten halt die Wahl gehabt, entweder kostenpflichtig zu entsorgen, was schwierig ist, oder aber das Gift einfach umzudeklarieren in einen verwertbaren, handelbaren Rohstoff. Und dazu brauchten sie einfach Abnehmer und haben Lobbyarbeit betrieben. Und seitdem wurde nur in den Vereinigten Staaten zumindest landesweites Trinkwasser fluoridisiert. So läuft das dann im Detail ab. Ja, das hat jetzt mit der ureigenen Intrige wenig zu tun, aber das ist das, was man von ihr zu sehen bekommt. Ist aber auch jetzt eine Nebenbaustelle zu gucken, wie im Detail die Sachen zustande gekommen sind. Vielleicht nur exemplarisch. Es gibt immer diese rationale, vernünftige Oberfläche, die den Menschen von innen heraus präsentiert wird, damit das Ego, das reine Verstandesdenken, die Pille schluckt und für sinnvoll erachtet. Und so findet halt Manipulation en gros statt, ohne dass die Leute den höheren Zusammenhang und das Zusammenspiel der Giftstoffe tatsächlich durchschauen können. Weil das ist kein menschliches Wissen, was dahinter steht. Danke dir, Harald. Harald, was sind denn alles Dinge auf dieser Erde, die für dich alle schiefgelaufen sind? Mir fallen da ja viele ein, aber ich möchte es gerne aus deinem Mund hören und bin da mal ganz neugierig, wie die Welt hätte dann vielleicht anders ausschauen können, wie sie bis heute ausschaut. Wir können das einfach mal so an den ältesten Mythologien aufnehmen, den Faden, und gucken, was das, was wir an Geschichten überliefert haben, was das denn eigentlich tatsächlich bedeutet hat, jetzt aus meinem wissenschaftlichen Verständnis von den Dingen, die hier extern angeschleppt worden sind auf diesem Planeten. Also es gibt eine Reihe von Substanzen oder Artefakten, die nicht irdischen Ursprungs sind und die spielen Schlüsselrollen bei der Veränderung des Bewusstseins der Menschheit. Und da können wir einfach mal in der Chronologie, was war denn das? Und wie kann man das jetzt, ich sag mal, unter dem aktuell verfügbaren wissenschaftlichen Verständnis beschreiben, erklären, einordnen? Und der erste Akt, wo was schiefgelaufen ist, das war das, was wir halt die Vertreibung aus dem Paradies nennen. Das Thema ist bei mir schon länger am Start, und da bin ich früh drauf gekommen, dass das ein Schlüsselmoment war, der etwas damit zu tun hat, dass hier fremdes planetares Trauma hergekommen ist. Und da kann man jetzt schauen, sozusagen, die verschiedenen Mythologien, wie die diesen Moment beschreiben. Also da gibt's zum Beispiel die griechische Mythologie, und wenn ich in die reingucke, ist die Geschichte, die um dieses Thema rankt, die von der Pandora. Pandora und der Büchse der Pandora, also eine Kiste, die etwas beinhaltet, und wenn man sie öffnet,
dann entfleuchen dieser Kiste alle Übel der Welt. Das ist noch ein relativ präzises Bild für ein planetares Traumaerlebnis, was in diese Biosphäre hinein entladen wird. Und wenn man sich die Details anguckt bei der Pandora-Geschichte, da gibt's halt süße kleine Details, die erinnern uns dann an andere Mythen. Und an der Stelle kann man dann halt gucken, wie sich dieses Netz von Verständnis, was das eigentlich war genau und wie sich das zusammensetzt, kann man dann knüpfen anhand der Details. Zum Beispiel die größere Konstellation bei der Pandora-Geschichte ist, dass jemand, der in der griechischen Mythologie die Position Satans einnimmt, also irgendwo aus der sogenannten Götterwelt stammt, hat diese Frauenfigur Pandora erschaffen als Braut für einen hochgestellten Menschen. Letztendlich ging es in dieser Bereitstellung einer perfekten Braut darum, die Menschheit zu verführen und letztendlich zu bestrafen. Und der Konflikt, um den es ging, war die Entscheidung, gehe ich den Weg der Natur und der Spiritualität oder gehe ich den Weg der Erkenntnis und der Technik? Und das ist, wie man schon merkt, hat das eine sehr hohe Ähnlichkeit mit dem Mythos von Adam, Eva und Lilith, wo Adam und Lilith das ursprüngliche Menschenpaar, also im Sanskrit heißt das Male Genetic Prototype, die ersten Menschen, von denen alle anderen biologisch dann abstammen. Da gab es halt Adam und Lilith, das war das ursprüngliche ein Paar, und dem Satan gefiel das nicht, dass die so gut zusammengearbeitet haben, dieses Pärchen. Und dann hat er für Adam die perfekte Frau geschaffen, nämlich die Eva, die nicht komplementär ihn gestoppt hat, wenn er zu entgleisen drohte, sondern die einfach ihm in allem Ja und Amen gesagt hat. Und von daher einfach der einfachere Weg war. Und da ging es dann letztendlich auch wieder darum, dass die Schlange im Paradiesgarten eben die Erkenntnis anbot und Eva hat das Ruder rumgerissen und Adam verführt, den Weg der Erkenntnis und der Technik zu gehen. Also eine ganz hohe Ähnlichkeit zu der griechischen Mythologie, die Erschaffung des künstlichen Weibes, was als perfektes Match die Entscheidung für die Menschheit herbeiführt, den Weg der Technik und des Ratios zu gehen. Eine andere wunderbare Ähnlichkeit findet sich in den Details. Also die Büchse der Pandora wurde irgendwann in eine Holzkiste gepackt. Die war aus einem bestimmten Holz gefertigt. Das war Akazienholz und sie war mit Goldblech beschlagen und hatte Abmaße. Ich habe jetzt die genauen Maße nicht in Erinnerung, die sind überliefert. Und wenn ich einfach mal nachschaue, wie sah denn die Transportkiste der Bundeslade aus, stelle ich fest, die war aus Akazienholz, war mit Gold beschlagen und hatte zufälligerweise genau die gleichen Außenmaße. Ja, da habe ich wieder eine Verknüpfung von Mythen, wo ich feststelle, da ist ein und dasselbe historische Ereignis in unterschiedlichen Geschichtsschreibungen auffindbar. Und jetzt habe ich plötzlich die Möglichkeit, den Inhalt aus dem einen Mythos mit dem anderen Inhalt des anderen Mythoses abzugleichen und kann gigantische Erkenntnisse gewinnen. Ja, jetzt sage ich einfach mal, die Griechen hatten recht. Die Kiste beinhaltet alle Übel der Welt. Und dann weiß ich, was in der Bundeslade drin war. Nämlich alle Übel der Welt. Das ist erstmal eine befremdliche und komische Erkenntnis, wo ich merke, hey, da zeichnet sich was ab, was vorne und hinten nicht zusammenpasst, weil das ist eigentlich ein heiliges Artefakt und soll was mit der göttlichen Sphäre zu tun haben und plötzlich sind da alle Übel der Welt drin. Das lässt mich aufhorchen und da denke ich, na gut, da müssen wir mal uns um die Details kümmern. Und halt. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Wenn du das so sagst, jeder kann da sich sicher ein Bild drüber machen, alles Übel der Welt. Wie kann man sich das Übel der Welt vorstellen? Ich habe einen guten Bekannten, der war auch an der Bundeslade dran. Und der hat rausgekriegt, dass in diesen Bundesladen, also da gibt es mehrere von, geschliffene Quarzkristalle drin sind, als Sterntetraeder und Sternpyramiden.
Und er hat sich tatsächlich hingesetzt, war finanziert von einem der großen Player im Transhumanismus, witzigerweise, auch wieder diese Anbindung auf der finanziellen Seite, und hat so einen Kristall nachgeschliffen. Und was er rausgekriegt hat, ist, dass diese Kristalle, wenn sie fertig geschliffen sind, von alleine emotional Felder laden. Also kollektive Bewusstseinsfelder der Menschheit, geballtes Gefühl in sich hineinziehen als elektromagnetische Wellenform in der Kristallsymmetrie laden. Deswegen heißt das auch Bundeslade, weil sie lädt Felder in sich hinein. Und wenn ich sozusagen einen Planeten habe, der sich selbst zerstört und auf diesem Planeten so ein Kristall positioniert ist, dann wird er all den Schmerz, all das Leid, all die Verzweiflung und all das Grauen in sich hineinziehen. Und wenn ich diesen Kristall jetzt von dem zerstörten Planeten wegnehme und ihn hier an einen Leyline-Kreuzungs- und Austrittspunkt von der Erde positioniere, dann entlädt sich dieses Gefühl in das irdische Bewusstseinssystem hinein. Weil die Biophysik von Planeten ist überall identisch, das ist kein Unterschied. Der Inhalt ist ein anderer. Wir waren hier ein glücklicher, freudiger, liebevoller Planet, der seine kleinen Dramen hatte, zwischen Fleischfressern und Weidetieren vielleicht, aber der ansonsten komplett über Liebe administriert war. Und jetzt habe ich halt so einen gnadenlosen Selbstzerstörungsakt auf Kristall gezogen. Das sind Energiemengen, die kann man sich nicht vorstellen, da krümmt sich die Raumzeit an so welchen Orten. Der Typ, der diesen Kristall gebaut hat, der meinte, es gab Tage, da war sein Haus von außen nicht mehr sichtbar, weil er in seinem eigenen Wurmloch saß, durch diesen Kristall erschaffen. Also das ist eine hochkarätige Physik, die da tickt. Die Jungs wissen, was sie tun. Die können mit der 4D-Physik durchaus umgehen. Und ich weiß, wie es geht mit den Leylines, weil das ist kein singuläres Ereignis. Also es gibt immer wieder diese Punkte in der Geschichte, wo so etwas versucht wird. Also es gibt die großen Zyklen. Und wir waren gerade 2012 rum mit einem Zyklus zu Ende und kurz danach gab es wieder einen Versuch, einen geladenen Kristall aus einer, nicht Bundeslade, sondern aus einer anderen Mythologie, an so einen Kreuzungspunkt zu bringen und in die irdische Emotionalfähre hinein zu entladen. Von der weiß ich aus erster Hand, dass so etwas getan wird von satanischen Kreisen oder satanistischen Kreisen und dass das eben das Ziel hat, mal wieder alle Schrecken der Welt in unsere Biosphäre zu entlassen. Also das ist viele Dinge, die ich da zusammenbringe, sind quasi durch Zufall bei mir aufgelaufen, durch die Leute, die ich kenne oder die mich kontaktiert haben. Andere Dinge sind recherchiert, das geht dann quasi ineinander über, ergibt aber trotzdem ein wunderschönes, kohärentes Bild. Ja, das heißt ja im Endeffekt, die Menschen, die heute depressiv werden, sind depressiv, denken sich nichts dabei. Die Psychiatrien gehen wie Pilze raus. Wir haben Vitamin D3-Mangel. Man kann das auch sagen, dass es vielleicht eine globale Situation ist, die dabei geführt worden ist, oder? Also die globale Situation, das, was damals passiert ist, ist eine ganz andere Nummer. Das hat mit den heutigen Depressionen zwar irgendwie was zu tun, aber nicht so direkt kausal. Wenn ich eine Biosphäre mit Schmerz flute und die Bewohner der Biosphäre das nicht gewohnt sind, dann gibt es erstmal ein Trauma und eine Trennung. Das heißt, da, wo der Instinkt durch das Basischakra in den Körper hineinfließt, setzt mein Körper eine Blockade, weil dieser Schmerz nicht auszuhalten ist. Das ist der erste gesunde Reflex auf das Öffnen der Büchse der Pandora, dass ich mich vom Kollektivbewusstsein abschneide. Das ist das nächste Chakra darüber, da komme ich in Solarplexus rein, da sitzt der Wille. Das heißt, das, was vorher Instinkt war, da springt dann quasi im Solarplexus ein Notprogramm an. Das nennen wir den freien Willen. Hat jetzt nichts mit der Verstandeskraft zu tun. Das ist sozusagen der Wille im Bauch, der die Funktion des Instinktes übernimmt. Der Instinkt
sozusagen ist die Anbindung ans Kollektiv. Das ist der Wille, der dafür sorgt, dass alles, was ich tue, im Einklang ist mit allem, was lebt. Das ist ein sehr weiser Wille, der mich da von unten flutet. Es ist der Wille, der einen Schwarm als Schwarm schwimmen lässt. Und der Wille, der dann kommt, ist das, was vom Schwarm übrig bleibt, wenn ich eine Handgranate drin explodieren lasse. Dann schwimmt mich erstmal jeder Fisch in irgendeine Richtung, weil der Überlebensinstinkt plötzlich das Gemeinschaftsgefühl dominiert. Das ist letztendlich nur eine biochemische Reaktion oder eine biophysikalische Reaktion auf ein unerträgliches Trauma. Wir feiern das als unseren freien Willen. Da ist eine komplette Verschiebung in der Wahrnehmung da. Es ist nichts, was es zu feiern gilt. Es ist im Grunde etwas, was es zu beweinen und zu heilen gilt. Weil nur wenn wir unseren freien Willen nicht als Errungenschaft nehmen, sondern als sehr fehlerhaftes Notprogramm und in uns die Sehnsucht empfinden, wieder zu heilen, also wieder die Anbindung an unsere Biosphäre und den Instinkt zum Leben zu erwecken, dann kann da was in Richtung Heilung passieren. Ja, das ist deswegen, da kommt der Titel her dieser Sendung, Dinge, die falsch gelaufen sind, die schief gelaufen sind. Das ist der erste Punkt, der tatsächlich komplett schief gelaufen ist. Das ist der Beginn der Dualität, also der Import eines sekundären planetaren Bewusstseins und eben der Import oder die Freisetzung des mit diesem sekundären Planetenbewusstseins assoziierten Selbstzerstörungstraumas. Und wie Traumata so sind, wenn sie einmal im System sind, schreien sie nach Wiederholung, nach Reinszenierung. Das ist auf individueller Ebene genauso der Heilungsmechanismus wie auf der kollektiven Ebene. Wir haben einen ersten Gast da, das ist der Wale, dem wollen wir mal das Wort geben und sagen, guten Abend Wale, du bist in der Sendung mit Harald Kurzweller, Dinge, die schiefgelaufen sind. Ja, ich möchte nicht lange stören, ich möchte nur eines mit auf den Weg geben und habe 2-3 Fragen. Ja, leg mal los, Wale. Okay. Also meine Göttin ist Freya, meine Freundin war die Quadriga, die gibt es wirklich, die beschauen uns aus dem All. Es gibt Münzen vom Mars, habe ich mir sagen lassen, die sind von Adeligen, die haben den Komet halt noch kommen sehen, wo er eingeschlagen ist, entweder oder die haben damals schon die UFOs gehabt. Das ist ja mit der Zeit relativ und deswegen möchte ich dann anregen, kann man auch einen Positivkristall beschwören? Das wäre natürlich Gülden, ne? Den würde ich auch kaufen. Was für ein Kristall müsste ich da kaufen, um ein positives Amulett draus zu machen? Das wäre meine erste Frage. Also Kristalle sind Speichermedien. Wenn ich einen positiven Kristall haben möchte, dann nehme ich einen Kristall und produziere etwas Positives, was ich dort hineinlege. Der Kristall ist neutral. Aha. Auch die Form ist neutral. Das Einzige, was ich sagen kann, ist die Pyramiden, also die Sternpyramiden, quasi wie zwei ineinander verschachtelte Pyramiden, wovon eine auf dem Kopf steht, die speichern Mentalfelder und Instinkt. Und die Sterntetraeder, wenn ich in die Form gehe, speichern alle übrigen Emotionalfelder. Beide Formen sind im alten Atlantis in den Pyramiden verewigt gewesen. Also da gab es dreieckige und viereckige Pyramiden und entsprechend geschliffene Kristalle als zentrale Artefakte der atlantischen Kultur. Was da jetzt reingelegt wird, ist tatsächlich eine Frage von dem, was gelebt wird. Da entscheidet das Leben drüber, nicht der Kristall. Ich habe zu diesem Zweck Holztaler, die bebete ich sozusagen. Und Brandy. Haben aber jetzt nichts in der Sendung zu suchen, lieber Wale. Die Holztaler. Mein guter, ja, ich weiß, aber ich beschwöre auch die. Und man kann auch Holztaler nehmen und mit wenig Geld arbeiten, da in der Richtung. Meine nächste Frage wäre gewesen, ist es ein Ka, die Seele? Wenn ja, was ist dann das Ba? Die Überseele und Ra? Also die Kabbalah oder Kabara? Dann heißt ja Ka Seele, also das weiß ich noch. Ich bin mit der kabbalistischen Nomenklatur überhaupt nicht vertraut.
Also ich hab ein Bild vom Aufbau der Seele, oder nicht Aufbau der Seele, sondern vom Aufbau eines Menschen, oder ich sehe, was hier ist und was nicht hier ist. Und was ich sagen kann, es gibt das wahre Selbst, so würde ich das bezeichnen, das ist einfach ein individualisierter Aspekt Gottes. Da ist wie, wenn ich Gott als den Ozean visualisiere, da rollt eine Welle an den Strand und löst sich plötzlich los von der Oberfläche und wird ein eigenständiger Wasserwirbel, der auf sich selber aufpasst, der selbstbewusst wird, der im Grunde alles Göttliche in sich trägt, nur in einer geringeren Auflösung. Das würde ich bezeichnen als mein wahres Selbst. Das ist aber nicht in dieser Ebene. Dann gibt es so etwas, was wir die Seele nennen. Manche bezeichnen das als den Strang zwischen dem wahren Selbst und dem höheren Selbst. Das höhere Selbst ist sowas wie ein Schattenwurf des wahren Selbst. Das wahre Selbst ist die Instanz, die beobachtet. Das höhere Selbst ist das, was wir beobachten, wenn wir den quasi Fokalpunkt des wahren Selbst in dieser 3D-Ebene wahrnehmen. Das würde ich als das höhere Selbst bezeichnen. Das ist sozusagen der Punkt, auf den ich mich in mir konzentrieren kann, der alle Fähigkeiten einnehmen kann. Ich kann mit diesem höheren Selbst in mein Herz gehen und lieben. Ich kann mit dem höheren Selbst in mein Zwerchfell gehen und was wollen. Ich kann damit in den Kopf gehen und denken. Ich kann damit in mein musikalisches Zentrum im Hinterkopf gehen und aus voller Seele singen. Das heißt, das ist quasi wie ein Mittelpunkt, ein gefühlter Mittelpunkt des Wesens, der alle Aspekte des Wesens annehmen kann. Das ist für mich sozusagen das höhere Selbst. Das ist auch nicht in der materiellen Ebene. Es beleuchtet sie aber. Manche Leute nennen das Seele. Manche Leute sagen, die Seele ist der Verbindungsstrang, irgendwie der Plasmafaden, der das wahre und das höhere Selbst miteinander verknüpft. Da geht die Nomenklatur so weit auseinander, da finde ich auch keine Einigkeit in mir, wie ich die Dinge benutzen möchte. Und dann gibt's halt die vielen anderen Quellen von Sprache. Da gibt's das Ego, und da würde ich gerne als nächstes drauf kommen. Das hängt nämlich auch mit diesem Bundesladenkomplex zusammen, wie das Ego geschaffen wurde. Und das ist ein programmierbares, sprachlich programmierbares Fremd-Ich, was dazu geschaffen wurde, die Position des höheren Selbst einzunehmen und zu dominieren. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht siehst du, wie die kabbalistische Nomenklatur da reingreift. Dann erhell du uns, weil ich kenne die nicht. Ich habe Kabbala nie im Originaltext gelesen. Ach, das ist eine einfache Sprachordnung. Kanada, das K, wo das Amerika, wo die Seele wohnen kann. Kanada, ja, Reinkarnation, also, oder Karneval, K, nicht Fleisch. Das Mensch, der Mensch, der sein Fleisch los wird, das war Karneval, da haben sie dann Theater draus gemacht, gell? Und ja, was ich noch bekennen wollte, ist, ich habe meinen ewigen Schwur geleistet auf Gott und Teufel, und den erneuere ich auch, wenn er gefragt ist, ne? Und das ist eigentlich die Heilsbringung, jemand Hand aufs Herz zu gehen. Ja, danke dir erstmal, Walle. Ich gehe mal weiter zum Thema, und da geht es mir um die Göttin, die Lilith geht es mir, und du hast sie ja auch erwähnt. Und die Lilith, soweit ich weiß, wir haben ja auch jetzt die Anne Rose bei uns gehabt, und ist ja die Astrologie, die hat in den letzten 10, 15 Jahren immer mehr Bedeutung. Hat das vielleicht auch was damit zu tun? Und das zweite Kapitel, was ich gleich noch aufmachen möchte, ist Hollywood. Ne, wenn man an die Star Wars-Filme denkt, ne, ich denke, die wissen mehr, als wir annehmen. Vielleicht hast du da auch was dazu zu sagen, lieber Harald. Ja, ich versuche es mal in der Kürze. Ich bin mir nicht sicher, was Adam und Lilith tatsächlich genau waren. Es gibt eine Interpretation, die
erscheint mir sinnvoll. Die ist mir bisher noch nicht widerlegt worden. Und was ich halt beobachten kann, ist, dass Menschen doch irgendwie anders sind als Tiere. Das heißt, dass die eine andere spirituelle Anbindung haben. Ich habe das Gefühl, dass die ganzen Tierseelen von Mutter Erde geschöpft werden und die Menschen aber aus einer anderen Ebene heraus geschöpft worden sind. Das hat jetzt nichts mit dem biblischen, katholisch-evangelischen Schöpfen zu tun, sondern einfach, was ist die Quelle der Blaupause, des Bauplans, der Morphogenetik von einem Wesen? Das ist eine Sache, die wir sagen können, dass der Bauplan sozusagen nicht in der DNA gespeichert ist, sondern dass der Bauplan aus einer Quelle kommt und die DNA nur die Antenne ist, die das Hologramm aufzieht als Cluster. Soweit ist die Wissenschaft inzwischen. Und die Frage ist, wo ist die Quelle? Und für alle Tiere, würde ich sagen, ist die Quelle das planetare Bewusstsein. Während für den Menschen die Quelle einige Skalen höher liegt, also direkt aus dem, was wir die göttliche Sphäre nennen würden, kommen. Und dann ist natürlich die Frage, wie entsteht denn so ein Menschenkörper oder wie sind die ersten Menschenkörper entstanden, wenn nicht durch Evolution, wie der Planet das macht. Und da habe ich eigentlich nur einen schönen Hinweis, der mir dieses schöne Bild gegeben hat, wie das aussieht. Und das ist, dass die vedische Sprache, wenn ich da nachschlage, was bedeutet Luzifer in dem Altvedischen, also der Sprache mit der universellen, globalen Weisheit implementiert, weil es eben keine Menschensprache ist, sondern eine intergalaktische Sprache vom Ursprung her. Und Luzifer heißt eben Lichtbringer und es heißt, zumindest kann man das nachschlagen in den Lexika, männlicher genetischer Prototyp. Und es gibt einige Quellen, die darauf hinweisen, dass die Figur von Luzifer und die Figur von Adam ein und denselben Charakter darstellen. Das würde dann heißen in der Interpretation, dass ein Wesen aus einer anderen Gattung, also ein Engelwesen, die nicht auf körperliche Inkarnationen angewiesen sind, in eine Biosphäre hineingehen und einen Menschenkörper aus ihrer Blaupause heraus materialisieren. Das heißt, Adam und Eva sind tatsächlich in einer anderen Dichte damals, nicht ein Produkt der irdischen Evolution, sondern sind als externe Wesen hier aus dem Nichts heraus materialisiert worden, so wie indische Meister die Bilokation beherrschen und sich einen neuen Körper materialisieren können, der ihnen ähnlich ist an irgendeiner anderen Stelle. Also das sind ja Dinge, die sind da nicht auf Adam und Eva beschränkt. Oder nicht Eva, sondern Adam und Lilith. Und in der Sichtweise wären Adam und Lilith sozusagen ein Engelpaar, was den Anfang der menschlichen Besiedlung dieses Planeten gemacht haben, indem sie sich Körper manifestiert haben, die dann zeugungsfähig waren, wo die Hauptarbeit sozusagen geleistet war, die Genetik mitmaterialisiert war und dann in die Nachfahren hinein inkarniert werden konnte. Das ist eine mögliche Interpretation, was sind diese Figuren? Und dann wäre sozusagen Lilith unsere Urmutter, das Engelswesen, was die erste Frau auf diesem Planeten erschaffen hat. Darf ich? Und ja. Also ich habe in Erinnerung, dass die Entstehung von dem Hänsel- und Gretel-Märchen. Aber was ich selbst erlebt habe, ist die Begehung eines Schlosses als Geistwesen ohne Körper. Und da wollte ich ein Held werden. Und dann bin ich in die Materie getaucht. Und ich habe auch eine Erinnerung, dass Drachenwelten auch durch Gedanken, durch Geister erbaut wurden. Das heißt, wenn wir ein Wildes als Vorbild nehmen, die ist ja auch schon geschaffen. Ne? Das ist der Heilige Geist, den ich also anbete zum Beispiel. Also wo wir uns, denke ich, einig sind, ist, dass es geistige Welten gibt, die lange existiert haben, bevor materielle Welten erschaffen wurden.
inwieweit jetzt was, also was sozusagen in jedem einzelnen Menschen letztendlich drinsteckt, ist dann nochmal eine andere Frage. Aber ja, wer einen Zugang zu den geistigen Welten hat, der hat einen Zugang zu den geistigen Welten. Das ist immer eine spannende Ansicht und Einsicht, die man da bekommt. Ja, das ist herrlich. Ich mache das über Reinkarnationserinnerungen. Ich war auch schon Vogel und ich darf das mal hier bekennen. Und es geht auch, ne? Weil es gibt ja auch die Menschen, die das Überleben durch Zeit und Raum irgendwie schaffen zu überdauern, ne? Zu überstehen den Tod. Der Kniefall, den soll man dann also nicht tun, ne? Sonst hat man bei den Ewigen nicht so viel Respekt. Nur bei der Nachteil ist beim ewigen Bereich, da haben zum Beispiel in meiner Heimatstadt die Menschen nur noch einen Luftkurort in der Umgebung zum Urlaub machen. Und ja, da kann man halt nicht mehr alles machen, wie man so will, da möchte. Ne? Und deswegen bin ich lieber bei den Sterblichen. Ne? Ach, Klaus, wie wär's denn eigentlich, bist du da? Na sicher bin ich da. Ich bin mit in der Moderation und ich habe noch Fragen am Harald. Ich bin gleich wieder unten. Ich wollte nur eine Sache noch verkünden, dass das auch auf dem Band ist. Es ist gleich 2018 und ich bekenne mich mal öffentlich zur Bisexualität. Ja, wollte ich einfach mal sagen. Das war mein Coming-out in 2017 und es kommt aufs Band für die besten Coming-out des Jahres für 2017, hoffe ich. Super, dass du den Mut hast, das auch zu sagen, und Dankeschön für diesen Einwand oder ja, deine Aussage. Ich möchte nochmal Lilith, was war da noch? Harald, die Astrologie, wie gesagt, früher war das halt nicht in der Astrologie, dass die Lilith so diese Stärke hatte. Heute beziehen sich ziemlich viele Astrologen, wo steht denn die Lilith? Und da ist eine Veränderung ja auch anscheinend zu spüren. Warum glaubst du, dass jetzt in diesen Zeiten vielleicht die Lilith in der Astrologie zumindest immer mehr Bedeutung hat? Keine Ahnung. Ich beobachte das Gebiet nicht. Also mir ist nicht aufgefallen, dass die von großer Bedeutung ist. Ist mir bisher nicht zugetragen worden. Vielleicht zieht sie ja endlich mal mit dem guten alten Luzifer gleich, weil über den redet ja Gott und die Welt. Von daher, da sie immer die bessere Position hatte und das weisere Urteil als der alte Knabe, ist natürlich schön, wenn sie mal wieder aus der Versenkung hochkommt. Aber warum das nun jetzt gerade passiert, kann ich echt nicht sagen. Du, das passt schon. Gehen wir aber mal zum Thema Hollywood hin, denn wenn man nach Hollywood schaut, ne, das Gute, das Böse, ne, man ist ja schon vor 10, 15 Jahren mit den Filmen rausgekommen, und wenn man heute schaut, ne, also ich glaube, Hollywood muss ja einiges an Informationen haben. Wie siehst du das Thema? Ganz anders. Da geht es gar nicht um Informationen, die jemand hat. Was da drunter liegt, ist ein völliges Falschverständnis von dem, was Kreativität ist. Die Leute denken, jemand, der kreativ ist, ist jemand, der sich irgendwelche virtuellen Welten einfallen lassen kann, die andere faszinieren. Und das ist einfach Schwachsinn. Ja, das ist nicht Kreativität. Kreativität ist die Fähigkeit, die Wahrheit zu sehen und sie in einer Form auszudrücken, dass andere Menschen die Wahrheit in dem Gesehenen erkennen und deswegen fasziniert sind. Das ist Kreativität. Und deswegen haben alle Kulturschaffenden diese unglaublich schöne Fähigkeit, ganz einfach aus sich heraus Wahrheit zu schöpfen. Das ist eigentlich der absolut normale Standardausrüstungszustand eines jeden Menschen gewesen, aus sich heraus Wahrheit schöpfen zu können. Heute sagen wir, das ist das Privileg von 3, 4, 5, 20, 30 irgendwie Top-Autoren, die wir dann alle konsumieren müssen. Und das, was sie von sich geben, wird dann auch obendrauf als Fiktion gelabelt, damit auch jeder verwirft, was da gesagt worden ist.
Ja, so rum wird die Karte heute gespielt. Und das ist einfach nur krank, pervers und völlig an der Wahrheit in Anführungszeichen vorbei. Ist es nachvollziehbar, was ich da sage? Ja, für mich ist das schon nachvollziehbar. Ich sag mal so, die Medien sind irgendwann mal, ich sag mal, das Radio kurz vor dem Zweiten Weltkrieg irgendwo wann mal ist es entstanden. Und die Manipulationsmaschine ging ja los. Hollywood ist ja auch nicht von heute auf morgen da gewesen. Man hat es dann irgendwann gegründet. Es ist eine große Manipulation. Und ja, oder der Mensch hat halt eine große Fantasie. Ne, Fantasie. Und jetzt frage ich mich, was ist hier schiefgelaufen? Warum werden wir denn so wieder extrem manipuliert? Muss ich auch mal die Frage stellen. Und kommt das von irgendetwas anderem oder sind wir Menschen das alleinig nur mit unserem Programm? Also manchmal, ja, wie gesagt, man kommt immer aufs Thema wieder Geld letztendlich für mich als Antwort, weil wir in der Abhängigkeit geschoben worden sind. Ist ja auch die Geburt des Fernsehens und so weiter, weil das jeder schaut in den Kasten, ist wie eine Sucht und dass dadurch die Botschaften zu uns hereinkommen, welche auch immer, man sieht es ja, den Ist-Zustand heute. Oh, das war jetzt viel auf einmal. Also erstmal an ein paar Stellen Protest. Die Kreativität ist sauber in Hollywood. Die Bilder, die kommen, sind tatsächlich Wahrheit. Es gibt keine Fantasie. Es sind keine Fantastereien. Irgendjemand hat den Film Matrix entworfen und der hat mit seinem Inneren, mit seiner inneren Wahrnehmung die astrale Dunkelwelt gesehen und sie in Bilder umgesetzt. Und was er da gesehen hat, ist sowas von auf den Punkt akkurat, was da tatsächlich ist. Das ist keine Fantasie. Und der Film war erfolgreich, weil Millionen von Menschen fühlen, dass das keine Fantasie ist. Das, wo die Manipulation einsetzt, ist sozusagen die mentale Wahrnehmungsmaske, die uns das als Fiktion verkaufen möchte. Das ist manipulativ. Ja, weil das sagt uns, hey, das ist, wenn irgendjemand da draußen sagt, ich sehe hier Spinnendämonen, dann lachen alle anderen und sagen, es ist wie Matrix geguckt. Ja, so läuft die Manipulation. Nee, das ist, all die Dinge, die wir in Hollywood sehen, auf Bildebene, sind wahrgenommene Realitäten. Da, wo Manipulation gezielt eingesetzt wird, da können wir, denke ich, vielleicht später nochmal drauf kommen, das sind die Blaupausen für die Dramen, in denen sie uns gerne gefangen halten wollen. So Dinge wie Rache. Ja, ganz Hollywood basiert auf dem Rachegedanken. Das ist jüdischer Scheiß. Ja, also jetzt nicht im Sinne von antisemitisch, aber der Rachegedanke, der rächende Gott ist im Judentum etabliert. Das Christentum hat eigentlich den liebevollen und verzeihenden Gott. Und hat entsprechende Anforderungen irgendwie auch an die Gläubigen, dass die sich entsprechend verhalten sollen. Und 80% dessen, was ich in Hollywood sehe an Mainstream-Sachen, basiert auf dem Rachegedanken. Das sind Dinge, wo sozusagen die emotionalen Eckpunkte der Dramen vorgelebt werden in dieser virtuellen Welt mit böser Absicht, weil Rache vermehrt das Leid in dieser Welt, statt zu deeskalieren und es aus der Welt zu schaffen. Niemand, der verantwortlich Filme macht, sollte jemals den Rachegedanken als Dreh- und Angelpunkt einer Fiktion, eines Filmes zulassen, weil damit bringt er unendlich Leid in die Welt. Aber genau das machen die Idioten in Hollywood. Ja, die drehen ein Rache- und Vergeltungsdrama nach dem anderen. Keiner sollte Söldnerleben verherrlichen, keiner sollte Kriegsdramen schreiben, es sei denn, ich zeige, was Krieg tatsächlich bedeutet, damit der Letzte begreift, dass es keine Richtung ist, in die wir gehen wollen. Aber nein, ja, fallen tun Tausende von Feinden und wenn sich Mitstreiter vom Held irgendwie einen Ratscher am Arm holt, dann ist es ein Riesendrama und dient zum Hassaufbau gegenüber dem Feind. Ja, ich denke da gerade an Black Hawk Down, den Film, ja, wo man genau sehen kann, wie sozusagen eine Filminszenierung, das Massakrieren von 10.000 sogenannten Feinden völlig verharmlost,
während der Tod von drei amerikanischen Soldaten irgendwie stundenlang in die Länge gezogen und beweint und betrauert wird. Ja, das ist manipulativ. Da sprüht es vor Ekelhaftigkeit und Bosartigkeit und Kriegstreiberei. Weil es einfach die Mythologien auswirft, die Blutvergießen möglich machen. Ja, oder die ganze neue Mode. Früher gab es Kriegsdramen, da haben wir uns mit, ganz früher gab es die Boxerdramen, da mussten wir uns mit Rocky rumschlagen, dann kamen halt die Kriegsdramen irgendwie. Und wenn man sich die neuesten Produktionen ankommt, da gibt es nur noch Söldner, die einen Job zu erledigen haben. Das ist diese Autismus-Spektrum-Medikationskälte, die einem da entgegenschlägt, ja, weil die ganzen Opfer vom Psychopharmaka nicht in die US-Armee geladen werden, dürfen dann nicht mehr Soldaten werden, die werden alle absorbiert von den zigtausend Mann starken Söldnerheeren, weil da gibt's diese Beschränkung nicht. Und die Leute, denen man das Gefühl wegtherapiert hat, die dürfen dann halt als Söldner irgendwie ihren Job erledigen. Da bereitet Hollywood Blutvergießen vor, indem es Menschen mit den passenden Mythen impft, die sie dann befähigen, ihr Gefühl vollends auszublenden. Ja, weil sie machen ja nur einen Job und es ist ihnen ja hundertfach vorgelebt worden, wie das aussieht, wenn man nur einen Job macht. Wir haben einen neuen Gast, das ist die Anja. Und guten Abend zu dir, Anja. Auch schön, dass du hier in der Sendung beim Harald Kreuzweller bist. Und du wolltest ja auch was hier uns mitteilen. Bitte. Also erstmal schönen guten Abend, Klaus. Hallo Harald, schön, dich mal wieder zu sehen, zu hören. Schon lange nicht mehr gequatscht. Vorhin hattet ihr ganz kurz, das ist natürlich jetzt ein bisschen rückläufig, das Thema Lilith gehabt. Also es gibt Lilith-Gruppen mittlerweile auf der Welt, ich glaube auch in den Staaten, sogar Cafés und alles. Das ist jetzt richtig Trend, das wird richtig gehypt. Allerdings ist da der Hintergrund mit der Lilith nach dem Motto, im Ursprung war es mal 50-50 gedacht und nicht dieses Kleinmäuschen Eva, wie es dahingestellt wird, und dieses böse Mädchen, das an allem schuld ist. Also das kommt jetzt richtig hoch. Manche drücken das gerne in diesem, ach, das sind die neuen Feministinnen aus, was ich schade finde. Also man will halt diese 50-50 Abteilung nicht. Das merkt man, aber viele Frauen wehren sich dagegen. Das finde ich jetzt schön. Was du vorhin gerade gesagt hast, jetzt mit dem Fernsehen, mit dem Ganzen, es gab ja nicht nur den Film Die Röhre, das ist ein alter Film von, glaube ich, 79, wo mal darauf hingewiesen wird, wie die Glotze unser Leben bestimmt. Sondern es ist auch so, dass ja gezielt zu bestimmten Uhrzeiten immer diese Dramen sind. Abends so 8 Uhr ist der Mensch nun mal down, ist aber immer noch aufnahmefähig vom Unterbewusstsein im Hintergrund, nimmt diese ganzen Dramen nicht wirklich bewusst, manche fiebern zwar mit, aber nicht mehr alle. Und so wird ja eigentlich bei all diesem eins suggeriert. Da gibt's einen Haufen Böse und wir haben ja die Soldaten, die das Böse bekämpfen, und unsere Soldaten sind immer was Gutes. Also, blöd gesagt, Massenmörder, Verherrlichung, wenn man so will. Und das ist immer was Gutes. Und die Soldaten muss man ja huldigen und hochhypen und alles. Und so wird auch suggeriert, wir brauchen ja Soldaten, wir brauchen ja den Krieg. Ich könnte jetzt dusselig sagen, wie in dem Film von Die Prophezeiung von Celestine, wo der Wirtschaftsboss zu dem Major oder was das war, gesagt hat, du, wenn die wach werden und kommen dann mal dahinter, um was es geht, stellen die fest, die brauchen uns ja gar nicht mehr. Und dann sind wir überflüssig und das will man nicht. Also sie wollen ihr Spiel aufrechterhalten, dass wir glauben, wir bräuchten das ja alles, was sie uns vorgaukeln. Das ist die andere Form der Abhängigkeit. Ich bin da mit halbem Herzen dabei. Wenn ich das Gesamtkonzept betrachte, gebe ich dir absolut recht. Es kommt da alles aus einer Hand. Ja, die ISIS-Geschwader, die in Europa rumlaufen und Dinge in Vorbereitung haben, kommen aus derselben Hand wie die Soldaten, die sie bekämpfen sollen. So, jetzt ist die Frage, wenn ich
nur der Soldat sein verweigere, dann liefere ich meine Familie den ISIS-Geschwadern aus. Trotzdem ist es natürlich richtig zu sagen, ich lasse mich nicht auf diesen inszenierten Kampf ein. Wenn ich jetzt überlege, wie stelle ich mich denn gegenüber den Leuten, die diese Kämpfe inszenieren? Ja, wie stelle ich mich gegenüber den Privatbanken? Wie stelle ich mich gegenüber den Satanisten? Da wünsche ich mir manchmal mehr Kampfgeist, als die Bevölkerung gemeinhin hat. Ja, da wünsche ich mir, dass irgendjemand in der Exekutive einfach mal sagt, so jetzt reicht's und wir machen diese Leute dingfest. Egal, ob wir uns in Gefahr bringen dadurch oder nicht. Ja, also Kampfgeist ist für mich schon eine notwendige Sache, um hier endlich mal aufzuräumen. Da wünsche ich mir tatsächlich mehr von. Die Frage ist, wie erkenne ich, ob ich jetzt an einem Showgefecht teilhabe oder ob ich tatsächlich was beitrage für eine bessere Welt. Und da ist für mich tatsächlich die Frage, welcher Motivation im Detail folge ich. Ich kann mich mit jemandem anlegen und kann das in Liebe tun. Ich kann sagen, aus Liebe zu diesen Menschen heraus muss ich denen jetzt das Handwerk legen, damit die nicht noch mehr böses Karma auf sich laden. Und um die in Gefahr geraten sind, zu schützen. Ja, das ist eine ganz andere Motivation, als wenn ich jetzt auf Hetzpropaganda mich einlasse und irgendwie denke, alle Moslems sind Unmenschen und wir müssen jetzt Moslems schlachten, damit wir das Böse aus der Welt verbannen. Geht überhaupt gar nicht, so eine Denke. Ja, also das ist ganz viel, würde ich immer festmachen, an der ureigenen inneren Motivation. Handle ich hier aus Liebe oder handle ich hier aus Hass? Und das ist das, was letztlich entscheidet, ob ich die Liebe vermehre oder den Hass vermehre. Und also ich gehe da speziell ins Detail, weil ich kenne alle Seiten. Ja, ich bin auch einer von denen gewesen, die immer gesagt haben: Hey Leute, passt auf, ihr holt euch gerade mit den Flüchtlingsströmen ISIS ins Land. Macht wenigstens mal eine Grundplanung, wie ihr ISIS denn wieder loswerden wollt, ohne dass es hier viele Tote gibt. Auf der anderen Seite, ne, und wenn man das jemandem sagt, der sich wirklich liebevoll in der Flüchtlingshilfe engagiert, dann ist man das Arschloch. Das ist ein Konflikt, der ist total schwer auflösbar. Und deswegen, die einzige Möglichkeit, die ich sehe, das aufzulösen, ist tatsächlich in die Motivation zu gehen. Jeder liebevolle Akt gegenüber einem Flüchtling vermehrt die Liebe, zieht seine Kriegstraumata, hilft, seine Kriegstraumata zu heilen und verringert die Chance, dass ich irgendetwas von dem Trauma reinszenieren muss. Ich habe vor ein paar Wochen habe ich mal einen der ISIS-Begründer kennengelernt, der noch aus einer eigentlich positiven Motivation heraus gesagt hat, irgendwie die ganzen arabischen Regime, die es da so gibt in der arabischen Welt, sind alles korrupte Marionetten, haben mit Islam gar nichts mehr zu tun und wir müssen die hinwegfegen, um wieder eine gottgefällige Welt zu schaffen. Das war der Ausgangsgedanke, der war, abgesehen davon, dass das Wegfegen mit Gewalt passieren sollte, war der erstmal gar nicht so dumm. Ja, und der Typ hat tatsächlich ISIS mit aufgebaut, hat dann gemerkt zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass ISIS komplett durch die gehirngewaschenen Abu Ghraib und Guantanamo MK-Ultra-Opfer übernommen wird, also letztendlich eine westliche Geheimdienstoperation geworden ist. Und hat dann gesagt, hey Leute, wir töten hier Moslems und keine Ungläubigen, lasst uns mal damit aufhören. Ja, und gemerkt hat, er kriegt seine Organisation nicht mehr unter Kontrolle. Er hat sie verloren an die westlichen Geheimdienste. Und dann ist er eben ausgetreten. Und danach, nachdem er keine Rolle mehr in dem Theater spielen durfte, haben sie ihn letztendlich verhaftet und er hat eingesessen. Und da kamen unglaubliche Bekenntnisse aus diesem Menschen raus, wo er gesagt hat, das, was er in der deutschen Justiz erfahren hat, im Rahmen von Therapie- und Resozialisierungsprogrammen, da war mehr Liebe drin, als er jemals in der gesamten arabischen Welt gesehen hat.
Und das ist das, was seinen mentalen Wahn, er müsse zugunsten des perfekten Islam jetzt irgendwie zum Meuchelmörder werden, das hat ihm diesen Wahn kollabieren lassen an der Stelle. Mitunter. Ja, das heißt, wenn wir mit diesen Menschen umgehen, können wir durch liebevollen Umgang wahnsinnig viel Trauma heilen und Wahn aus der Welt schaffen. Deswegen kann ich niemals zu jemandem sagen, der Flüchtlingshilfe betreibt, hey, ihr unterstützt Terroristen. Nein, ihr heilt Terroristen und das ist gut. Na, also es ist auf jeden Fall ein total schwieriges Feld, zweischneidiges Ding, wie wir jetzt mit dem Kriegertum umgehen möchten. Auf der anderen Seite, ich habe eine unglaubliche Hochachtung vor den Syrern und vor den Russen, die diese Pest in Syrien eingedämmt haben. Hätten die nicht gekämpft, wäre Syrien verloren gewesen. Wie kann ich mich da hinstellen und sagen, kämpfen ist in jedem Fall falsch? Ja, da sind Söhne, die für ihre Familien gekämpft haben, damit die nicht abgeschlachtet werden. Den Mut, wer würde das in Deutschland noch aufbringen? Verstehst du, das ist im Moment nicht auflösbar, aber vielleicht muss man aber den Anspruch aufgeben, in einer völlig verrückten Welt alles auflösbar haben zu wollen. Naja, ich meine, ich könnte jetzt einen Satz dazu sagen, meine Oma, 1901 geboren, den Zweiten Weltkrieg mitgemacht, selbst Flüchtling gewesen, wir sind Pommern-Flüchtlinge. Hat mal gesagt, der Deutsche ist zum Duckmäuser und Ja-Sager mutiert. Sie hat recht. Auf der anderen Seite sitzen wir in einer Art Zwangsjacke. Oder nicht Zwangsjacke. Kneifzange. Wir wollen, dass sich was ändert. Aber wenn wir Gewalt anwenden würden, also wirklich mal mit, ja, nach dem Motto, bis hierhin und nicht reicht, ja, Grenze erreicht, dann ist natürlich die andere Seite, die dann wieder meint, okay, dann geht man uns mit Pauken und Trompeten an, also mit Waffen. Also so ganz ohne Kampf lässt man es anscheinend nicht zu, obwohl es gehen könnte. Und was ich aber erkannt habe, ich gebe dir zwar recht mit allem, was du gesagt hast, nur ist meins, ich gehe gerne mal in die Neutralität rein, nicht immer in dieses reine Liebegefühl, weil damit kann man einen auch wirklich überrollen. Sondern ich gehe mal gern ins Neutrale rein und habe dann festgestellt, für mich, alles, was hier wir leben, ist die Ursache, ein Ding, und das nennt sich Unwissenheit. Und wenn Menschen kein Wissen haben, andere jedoch doch, und du hast sie vorhin angesprochen, darauf können dann auf Unwissenheit, ist das Grundfundament für Lügen. Und diese, die du vorhin angesprochen hast, das sind für mich jene, die hinter all dem stecken, sich schön als Opfer tarnen, ich meine jetzt nicht den Islam, aber den Islam benutzen für ihre Spielchen, wie sie früher auch andere benutzt haben. So, und das ist halt mein Ding. Und da sage ich mir, Leute, ihr wollt das Ding umdrehen? Dann setzt euch mit den Flüchtlingen zusammen und gebt ihnen Wissen, auf dass sie erkennen, dass sie nicht nur ein Trauma haben, sondern dass man sie benutzt. Und dann können sie wirklich sagen, hey, ich will mich nicht benutzen lassen. Ich bin da raus. Ich mache das Spiel nicht mehr mit, euer Lakai zu sein. Und ich glaube, das ist etwas, wie man vieles ändern könnte, wenn man allen Menschen wirklich mal das richtige Wissen verpasst. Klingt jetzt dusselig mit dem Verpassen, ich weiß. Anja. Das ist ja oft mein Reden auch immer wieder, aber es sind nicht nur die Flüchtlinge, sondern das Wissen sollten wir auch allgemein bekommen. Ja, man sagt ja, Wissen ist Macht letztendlich, und wer hat das Wissen? Was wird uns gelehrt? Und wir wissen, dass es sehr viel Wissen gibt, was nicht gelehrt wird. Das ist eigentlich die Aufgabe, sehe ich so. Anja, wir haben hier noch zwei Gäste, noch mal da, aber Harald, bitte. Ich wollte kurz anmerken, wenn ein ISIS-Rekrut den Befehl verweigert, wird er exekutiert. Sofort. Das ist nicht so einfach. In der Position nochmal aufzustehen, braucht wahnsinnig viel Mut.
Das ist eine Sache, die wir einfach wissen müssen, weil für diesen Mut müssen wir diese Leute füttern und sie darin unterstützen. Das ist nicht einfach nur so, ich gebe dir mal einen Hinweis, du wirst hier missbraucht. Und die wissen alle, dass sie missbraucht sind. Die wissen alle, dass die Versprechungen, die man ihnen gegeben hat, ihr kriegt hier 4.000 Euro im Monat und ein Mercedes vom Staat. Und das ist das, wo ihr sozusagen ausnutzen könnt. Und als kleines Dankeschön untersteht hier unsere Befehlsgewalt. Was das bedeutet für die im Einzelnen, kriegen die erst mit, wenn es zu spät ist. Die haben auch keine Möglichkeit mehr zurückzukehren. Die meisten sagen oder kriegen gesagt, wenn ihr zum Christentum konvertiert, dann rückt ihr in der Ausreiseliste nach ganz oben. Das heißt, wenn diese Leute gerade aus Pakistan, Afghanistan zurückkehren würden, würden sie als christliche Konvertiten in ihren Heimatländern hingerichtet werden. Vielleicht ein wichtiger Hinweis, die iranische Botschaft in Deutschland bietet ein Rückkonvertierungsprogramm an, das den Leuten ermöglicht, unbeschadet in ihre Heimatländer zurückzukehren. Man muss sich dort nur melden und danach fragen. Dann ist zumindest dieses Problem aus der Welt geschaffen. Na, aber ja. die Struktur, die da gewachsen ist, die basiert auf Angst und die ist nicht ohne. Du, das stimmt, aber es gibt auch umgekehrt das andere. Die haben ja im Moment sie erschweren den Christen, also die aus diesen Ländern kommen, diese wo wir immer gesagt kriegen, Flüchtlingsländer, sie erschweren den Christen, die ausreisen wollen, die Reise. Das heißt, alles, was islamistisch ist und egal wie, hat Vorrang. Was christlichen Glauben ist, nein, bleibt da. Das habe ich letzt erfahren. Da habe ich auch dumm geguckt. Da könnte man passt ja komplett ins Programm rein. Also wenn ich eine ISIS-Heerschar hier vereinen möchte, kann ich natürlich keinen Christen einladen. Ja, da könnte man auch dann den Leo Gabriel mal fragen, weil er ist ja ein Syrien-Experte. Also der wird das sicherlich auch wissen. Ich habe hier noch einen Gast da, den haben wir noch nicht gehört. Der Voltrian ist bei uns und wollen wir ihm auch mal das Wort geben. Anja, bring dich gleich ruhig wieder richtig ins fließende Gespräch ein. Guten Abend, Voltrian. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Hallo Klaus, hallo Harald. Nochmal zum Punkt Hollywood zurück. Ich sehe das so, dass man hier versucht, seit eh und je Images zu kreieren. Ja? Zum Beispiel in puncto auf die Kriegstraumen, die haben, ne? Die Kriege, die sie verloren haben, Vietnam. Dass man hier immer versucht, sich in ein anderes Licht des Helden oder des Siegers zu rücken. Was hier gemacht wird, was du vielleicht auch bestätigen kannst, durch diese speziellen Kanalisierung, ja. Nach dem Prinzip Energie folgt Aufmerksamkeit, halt hier vielleicht eine gewisse Realisation zu schaffen. Und was halt auch mit ISIS da in dem Zusammenhang dieses Image kreieren. Ich glaube da nicht so dran. Ich sehe das eher, dass man hier diese Kräfte, die jungen Kräfte hierher holt, die dann in einem möglichen Konfliktfall durch uns vielleicht beseitigt werden und dass es dann hier eben zu diesem auch prophezeiten Auslöschen der Muslime in Europa kommt. Ne? Also dass man dann da unten freie Bahn hat für die Schürfrechte und weil alles, was an Straftätern aus Afrika, Zentralafrika hier ist, an Leuten aus dem Nahen Osten hier ist, die werden von den Europäern dann auf Deutsch gesagt platt gemacht und also was wir halt am besten können, ne? Und dort hat man halt eben freie Bahn, um das zu tun, was man nur tun will. Man hat diese ganzen Clans dort unten zersplittet und kaputt gemacht und dann unter diesem Namen ISIS zusammengefügt. Und obwohl es diese ISIS, also sehe ich so, überhaupt gar nicht gibt. Ne? Das ist auch wieder so ein Image. Und das dazu. Und dann halt habe ich noch eine Frage an dich zu diesen Images in Richtung Zombie-Apokalypse, Serien und Filme. Wie funktioniert das mit diesen Implementierungen von dämonischen Kräften beim Zuschauer? Wie läuft das ab? Also was die Zombies betrifft, ich sehe da eher eine geschaute Wahrheit drin. Weil es ist tatsächlich das, was passiert.
Es ist, die Bilder in den Zombie-Filmen sind drastisch, weil die Körper verfault sind. Aber für mich ist das auf eine bestimmte Art und Weise. Also ich habe Menschen kennengelernt, ich habe Menschen gesehen, mir sind Menschen als Feinde gegenübergetreten, die genau in dem Zustand waren, die kein menschliches Leben mehr im Leib hatten, wo die menschliche Seele schon längst vertrieben war, komplett raus war. Und die von Dämonen besetzt und geführt waren. Und das sind Zombies. Also da gibt es in den USA sogar einen, der erzählt das relativ stolz rum. Der war, ich weiß nicht, ob er krank war oder einen Unfall hatte. Auf jeden Fall waren beide Nieren völlig im Eimer, die Leber halb tot. Und er war 6 Stunden tot, klinisch. Und ist nach 6 Stunden irgendwie wieder hochgekommen. Hat danach, keine Ahnung, 8 verschiedene Studiengänge im Schnelldurchlauf absolviert, ist Spezialist in allen möglichen Bereichen geworden. Irgendwie hat auf die Mediziner geschissen und die verlacht, weil sie ihm gesagt haben, er müsste eigentlich tot sein, aber er hat einfach weitergelebt. Und der betreibt jetzt ganz hochkarätig Propaganda für transhumanistische Konzepte, also betreibt 1:1 Dämonenhandwerk. Und ist ein totales Ego-Arsch. Wenn man den auf Vorträgen hört, denkt man sich, wie egozentrischer geht's bitte noch? Ich habe den Namen vergessen. Ich wollte da kein zweites Mal hingucken. Auf jeden Fall ist das für mich ein klares Beispiel von Zombie. Das ist ein Typ, der ist als Mensch gestorben. Und ich hatte persönlich eine Begegnung mit so einem Typen, habe ich öfter schon erzählt, da hatte ich meinen allerersten Vortrag zum Thema Morgellons und habe über die verschiedenen Aspekte dieser Krankheit blank gezogen, inklusive der dämonischen. Und dann sprach mich also ein Typ in der Pause an nach dem Vortrag. Eine Hautfarbe wie Beton. Ganz komische Sprachwahl irgendwie. Ließ mich grüßen von irgendeinem Ex-Bekannten, von dem ich nur wusste, dass der dann doch Freimaurer gewesen ist. Also da muss irgendwie eine Anbindung gewesen sein. Und dann drängelte der sich irgendwie so mir gegenüber. Und plötzlich habe ich gemerkt, wie mir komplett die Energie aus dem System gezogen wurde, also über die Fingerspitzen. Es war wie 1000 Stecknadeln und ein Abfluss von Energie, dass ich fast ohnmächtig geworden bin. Und dann hat mir der Typ einen Dämon in die Leber geschossen. Ausgewachsene Spinne. Das war meine erste direkte Begegnung mit einer Spinne. Und dann habe ich wem anders halt erzählt, der im Hochtechnologiebereich unterwegs ist, was mir da widerfahren ist. Und habe halt den Typ beschrieben, wie der aussah. Meinte, ja, das sind die Grauen, die kenne ich. Die haben eine Körpertemperatur von 25 Grad. Von denen ist einmal pro Woche jemand bei mir und will, dass ich irgendwelche Patente abgebe, weggebe, unterzeichne. Das sind die grauen Männer von Momo. Das ist geschaute Wahrheit. Ja, da ist es halt das Kinderbuch bei Momo, die uns die Zeit klauen. Und das ist alles sehr präzise geschaut, weil gerade dieses Energieentziehen, wenn man das auf der biophysikalischen Ebene betrachtet, der Trick mit diesem Energieabsaugen ist eine zeitlich rückwärts laufende Pumpwelle, die uns ins System geschickt wird. Und auf dieser Pumpwelle reitet dann unsere Bioenergetik in den Dämon rein. Und dann sind wir halt leer und down und ausgelaugt kurz danach. Aber wie funktionieren die auf einer rein physiologischen Ebene? Also wenn die nur 25 Grad haben, es gibt ja bestimmte Grundvoraussetzungen, die sie haben müssen, um überhaupt zu existieren, oder? Die sind extrem gering. Also das krasseste Beispiel ist dieser buddhistische Mönch in Südrussland. Der ist 81 gestorben, hat gesagt, begrabt mich in einer bestimmten Stellung und nach 25 Jahren grabt mich wieder aus. Und in der Leiche lebt ein Dämon und er sitzt jetzt in einem Glaskasten und sitzt da, lebt irgendwie, auf jeden Fall blinzelt er regelmäßig. Und die buddhistischen Gläubigen, die als Pilgerfahrt irgendwie das Wunder ihres Klosters besuchen kommen, sind alle völlig begeistert davon, dass sie so ein seltsames Gefühl haben, wenn sie vor diesem Glaskasten
sitzen. Und das, was die beschreiben, ist genau das Gleiche, was ich da gehabt habe, als dieser komische Typ in Lederhose mich ausgesaugt hat. Dass es halt in Fingerspitzen kribbelt und Energie abgesaugt wird. Das ist das Gleiche, was mir die christlichen Gläubigen erzählen, als sie mal unbedingt den Papst sehen wollten und er an ihnen mit erhobenen Händen vorbeigefahren ist. Ich sehe die Spinne im Papstgesicht. Ja, wenn man ein bisschen Erfahrung mit den Welten hat, dann weiß man, wie dämonische Besetzungen aussehen. Ja, das ist, als würde da irgendwie ein Schmetterlingsabbild im Gesicht als zweites Gesicht drin sitzen. So kennt man Dämonen. Ja, und die ganzen Päpste haben das und die ganzen Kardinäle haben das und die ganzen Politiker haben das. Guckt euch den Schmetterling vom Schäuble an. Also diese ganze Die ganzen Hochgradleute sind deiner Meinung nach also zwangsbesetzt. Also die werden besetzt, um auch bestimmte Sachen nicht ausplaudern zu können. Die haben auf jeden Fall, also eine hochgradige Besetzung ist dann letztendlich die Spinne in der auf dem Stirnchakra drauf. Das ist sozusagen eine der ganz weitgehenden Stufen der Besetzung, wenn die Spinne in der Biologie sitzt. Da gibt es verschiedene Stufen. Spinnen oder überhaupt Dämonen können sich ins Mentalfeld einklinken. Die können sich in sämtliche energetischen Felder des Körpers einklinken. Sie können aber auch direkt in die Biologie reingehen. Das ist halt, ja. Kann es denn auch dran sein, dass wir eine ausgeprägte Spinnenphobie haben? Kann das da auch was mit zu tun haben? Das liegt daran, dass wir die Biester aus der Astralebene kennen, natürlich. Okay, und dann hätte ich noch eine zweite Frage zu den Kindern nochmal. Einmal haben wir ja ein Zeitfenster nur, ist das jetzt bedingt? Was können wir für unsere Kinder tun? Man ist ja in Impfzwang, Ernährung und so weiter. Wie lange hält das an? Ist das nur jetzt ein Teilfenster oder wie siehst du das? Die ursprüngliche Planung von der dämonischen Seite geht tatsächlich über diesen Autismuskomplex. Also gerade wenn du die Kinder ansprichst. Ja. Autisten sind Menschen, wo die menschliche Inkarnation von frühester Kindheit überhaupt keinen Fuß mehr fasst, durch die ganzen Gifte so im Schmerz ist, dass eine neugeborene Seele es da drin nicht aushält. Das ist das Autismus-Spektrum-Konzept. Und ein Körper, der unbelebt ist, weil er so voller Schmerzen ist, dass er drin nicht aushält, der ist einfach freies Territorium für dämonische Besetzung. Und wenn man sich anguckt, was die Dämonen denn so sehen, und nicht die Dämonen, die autistischen Kinder lieben, malen, und was sie so beschäftigt, das sind in erster Linie die Schlangendämonen. Ja, wenn ich mir angucke, ich kaufe Spielzeug für Autisten, gibt es Spezialfirmen, die haben sich darauf spezialisiert, das Lieblingsspielzeug von autistischen Kindern herzustellen. Und das sind Schlangen in jeglicher Form. Schlangen, Reptilien. Weil das ist deren innere Welt. Das ist das, womit sie versuchen umzugehen. Ja, die sind von oben bis unten besetzt mit kleinen Baby-Schlangendämonen. Und das sind die beiden Hauptspieler. Also die Schlange spielt ja schon in diesem Urmythos von der Vertreibung aus dem Paradies eine große Rolle. Das ist eine der beiden intelligenten Wesen, diese fremden Biosphäre. Und das zweite hochgradig intelligente Wesen ist eben die Spinne, auch bekannt als Jabulon, der Gott der Freimaurer. Ja, das sind die beiden, die Hirn und Verstand haben und die hier zusammenarbeiten bei der Übernahme der menschlichen Körper. Also ist immer schwierig zu berichten. Hab mal jemanden kennengelernt. Ich lasse mal den Namen weg und den Kontext weg aus diesem Autismus-Spektrum. Und einfach nur meine Anwesenheit auf den Fakt hin, dass meine Schlangen gezogen worden sind. Also die Standardausrüstung bei Menschen ist ja Kundalini-Schlange und Tomo-Schlange. Die ist nach dem 6. bis 8. Schwangerschaftsmonat als Standardbesetzung drin. Und das sind sozusagen seit der Vertreibung aus dem Paradies, ist das die Standardbesetzung, die jeder Mensch hat. Einfach nur der Fakt, dass meine Schlangen raus waren, hat die Schlange in der Frau so in Panik versetzt,
dass die erstmal komplett übernommen hat. Dann hatte ich irgendwie so eine Art Fisch vor mir sitzen. Mit Schlangenaugen und einer zisselnden Zunge, die nicht mehr reden konnte und ihre Arme nicht mehr kontrollieren konnte. Und es hat 2 Tage gedauert, bis die Frau überhaupt vernünftig in der Lage war, wieder die Kontrolle zurück zu übernehmen von der Schlange, in dem Moment, wo die Schlange übernommen hat. Und solange die Schlange drin war, musste ich mit der Schlange reden und nicht mit der Frau, weil da war die Frau gar nicht mehr anwesend. Ja, das sind die Dinge, die sichtbar werden, wenn man anfängt, diesen Status quo zu verändern. Der zweite Standarddämon, der drin ist, bei allen beschnittenen Männern, sitzt ein Spinnendämon im Sexualchakra. Je nachdem, wie tief man ihn reinlässt, erstmal im Mentalfeld. Weil normalerweise ist kein beschnittener Mann liebesfähig. Die sind alle impotent. Weil da, wo die Lust sich befindet, sitzt das Beschneidungstrauma. Und da kann man nicht hinfühlen. Ja, ich sage das ganz bewusst und ganz öffentlich aus eigener Erfahrung. Und was passiert? In dem Moment, wo man der Impotenz begegnet, ist es natürlich völlig peinlich. Und dann sucht man nach einer Lösung. Wie geht das denn jetzt hier? Und dann bietet sich die Spinne an und sagt, guck mal, ich kann in dir Lust erzeugen. Ich kann machen, dass du eine Latte kriegst. Und dann lässt man sich auf den Deal ein. Das ist noch nicht mal ein ausgesprochener Deal. Das ist einfach nur in dem Moment der einzig mögliche Weg. Und in dem Moment sitzt die Spinne dazwischen im Mentalfeld und organisiert deine Sexualität. Und Schlange und Spinne arbeiten wunderbar miteinander. Ich konnte das tatsächlich fühlen, zum ersten Mal klar unterscheiden an diesem Tag mit der Schlangenfrau. Ich sage jetzt mal, also diese ehemalige Halbautistin mit der Komplettübernahme. Als wir uns am ersten Tag verabschiedet haben, hat ihre Schlange das mal versucht, in Zusammenarbeit mit meiner Spinne da eine sexuelle Situation rauszumachen. Weil die hat nach irgendwelchen Manipulationswegen gesucht, um mich wieder in den Griff zu kriegen, weil ich eine Bedrohung war für diese Schlangenexistenz. Und da habe ich genau gemerkt, da lenkt sich die Schlange ein bei meiner Spinne und macht, dass ich geil werde, weil ich war das nicht, ich war nicht geil. So funktioniert die Biosphäre und die meisten Menschen sind so unbewusst, dass sie einfach nur glauben, dass alles, was in ihrem Körper passiert, sie sind. Und das ist Unbewusstheit. Ja, wenn ich meine Warum müssen wir dann die Kundalini-Energie so aktivieren? Es ist ja eigentlich eine Schlangenenergie. Natürlich, weil sie uns das eingeimpft haben, den Dämonen zu dienen. Das ist das Dümmste, was man machen kann. Tantra-Yoga und Kundalini-Anbetung ist dämonisch, ist Satanismus. Da sind wir da. Aber da ist kein böser Wille. So ist es immer. Schaffe ein Problem und biete die Lösung. Die Vertreibung aus dem Paradies hat die gesamte Menschheit zeugungsunfähig gemacht. Und sie haben uns angeboten, als Lösung die Implementierung von Schlangen und Spinnen, damit wir wieder zeugungsfähig werden. Schaffe ein Problem und biete die Lösung. Und alle Lösungen sind uns gut in Erinnerung, weil sie uns tatsächlich erdrückende Probleme vom Hals geschafft haben. Deswegen ist Kundalini-Yoga und Tantra-Sex so Affentitten geil. Weil das uns ein Problem vom Hals schafft, dass wir nämlich als Gattung eigentlich zeugungsunfähig und impotent sind, weil wir komplett traumatisiert sind. Deswegen haben wir diesen Bereich abgegeben an Dämonen, damit die für uns Lust empfinden und uns wieder zeugungsfähig machen. Aber zu welchem Preis? Ja, dass das äußere Erscheinungsbild der Frau den Mechanismus aktiviert und nicht die Liebe zu der Frau. Welchen Preis für die Frauen, welchen Preis für die Kinder, die in den kaputten Ehen aufwachsen, weil wir der Lust gefolgt sind und nicht der Liebe. Ja, die Kundalini-Schlange führt die sexuelle Energie am Herzchakra vorbei. Wie bitte? Das gehört alles in den Wirbelkanal. Das ist der Mensch. Ja, und da ist das Herz als Filter zwischen. Und wenn das Herz die Frau nicht liebt, dann gibt es keine Lust. So ist der Mensch geschaffen. Hochspiritualität. Und ja, und ich sag das ganz, ganz klar aus Erfahrung. Ja, das ist nicht Theorie, das ist alles. Ich sage das, weil ich das erfahren habe. Ich sage das, weil ich weiß, dass nach dem Ziehen
der Schlangen Bilder von nackten Frauen nichts mehr in mir berühren. Das ist nicht mehr da. Das ist weg. Es gibt nichts mehr, was mich geil machen kann, außer die Liebe zu einer Frau. Ist alles weg, weggezaubert, gezogen und vernichtet mit den Dämonen. Das ist der Stand, auf dem alle anderen Menschen sind, wenn sie da noch nicht sind. Dass ihre Sexualität dämonisch ist. Das muss man einfach mal fressen und sagen, will ich das oder will ich das nicht? Und wenn man das nicht will, kann man anfangen, diese Dämonen zu isolieren und ihnen die Energie abzugraben. Keine Pornografie mehr, kein Sex zum Vergnügen mehr, auf die Suche machen nach der Liebe. Und das ist Arbeit. Ja, das hat mit Spaß nichts zu tun. Gibt es da auch Hilfsmittel, die ich dazu einnehmen kann, also wie zum Beispiel Zeolit oder wie kann ich mir erstmal dieser Dämonen bewusst werden, wie kann ich diese isolieren, wie kann ich sie aus mir raustreiben? Es gibt Dinge auf Ernährungsebene. Ich bin mir da noch nicht sicher. Ich hatte gerade heute das Gespräch mit jemandem, der da tiefer geforscht hat, der tatsächlich eine Liste mit Nahrungsmitteln liegen hat, wo er sagt, die und die Nahrungsmittel nähren den und den Dämonentyp, also ganz filigran auskartiert. Und was für mich Sinn ergeben hat, war für die Schlangendämonen das Gluten. Weil da ist tatsächlich eine Intrige hinter, dieses Reinzüchten von Glutenproduktion in den Dinkel, woraus der Weizen entstanden ist, war tatsächlich ein dämonischer Akt. Und dieses Gluten macht ganz viel kaputt im Körper und wird total gehypt von der Nahrungsmittelindustrie. Obwohl es tatsächlich schädlich ist. Und sowas dann wiederzufinden in der Liste von Nahrungsmitteln, von denen sich Dämonen jetzt ernähren, energetisch, wundert mich überhaupt nicht. Andere Dinge, die ich gesehen habe heute in der Liste, waren noch nicht wirklich nachvollziehbar. Aber ich gebe das nochmal weiter, wenn ich es wirklich durchgekaut, getestet, mit einer zweiten Meinung drauf habe. Also so hören sagen mag ich nicht. Haben wir denn überhaupt eine Chance, da auch rauszukommen? Ich meine, man sieht in die Welt, ne? Singles, Pornos, Rotlichtmilieu und hört ja gar nicht auf. Ne? Haben wir überhaupt eine Chance, da rauszukommen? Das muss sich jeder individuell fragen. Ich weiß das nicht. Ich weiß, es gibt Menschen, die haben eine Chance, da rauszukommen. Ich weiß, es gibt Menschen, da ist gar kein Mensch mehr drin. Wer soll da wo rauskommen? Ja, verstehe schon. Anja, du wolltest was sagen. Danke dir. Ich habe mir die letzten Videos von Harald angeguckt gehabt. Harald weiß, was ich meine. In einem Vortrag hast du ja das gehabt mit dem Propolis. Also Abteilung Bienchen. Und dann fiel mir nur im ersten Moment ein, ich habe das auch auf deiner Seite mal geschrieben, dann ist kein Wunder, dass wir das Bienensterben haben. Wenn du jetzt auf das Ding kommst von wegen Propolis, da kann man was draufbauen, bla bla bla, hilft, ist logisch, dass die Kerlchen weg müssen, denn daher kommt ja das Propolis. Das andere ist, was du vorhin sagtest, mit Spinne, Schlange, Sexual oder sonstiges. Sorry, ich saß hier echt mit einem großen Grinsen und habe nur gedacht, Harald, erklär mir da mal bitte, wohin ich gehöre. Denn dieser ganze, ich drück's jetzt mal wirklich hart aus, Porno, Brainfick-Abteilung, die es da draußen gibt und dieses Ganze, wie sich viele verhalten, hat mich noch nie interessiert. Hab ich noch nie drauf reagiert. Wo kein Herr, also wenn ich kann für mich sagen, es funktioniert nur dann, wenn ich wirklich jemanden von ganzem Herzen liebe. Ansonsten können die alle nackt vor mir stehen, da empfinde ich diese eher als Witznummer. Wo ich wirklich sagen muss, Leute, macht euch nicht lächerlich. Meint ihr wirklich, das reizt? So sehen alle Menschen aus. Ist bei dir so, aber es gibt, ich meine, die Pornoindustrie im Internet ist eine der größten. Ich meine, das scheint ja ein Bedarf, scheint ja ein Bedarf da zu sein, ne? Aber ich kann ja jetzt ja nur mal kurz von mir ausgehen, weil ich mich jetzt gefragt habe, wie bin ich gepolt? Denn das juckt mich wirklich nicht, dieses ganze Ding.
Das geht eiskalt an mir vorbei. Sei froh. Sei froh. Ich weiß, also ich weiß, dass ich kaum einen Mann kenne, den das kalt lässt. Also bei Männern würde ich sagen, geht die Tendenz in Richtung 100%. Und es gibt immer noch viele Frauen, die davon auch berührt sind. Ich bin aber jetzt überhaupt kein Spezialist für das Zusammenspiel von Besetzungen im Frauenkörper, weil ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen. Ich mache keine Hörensagen-Ding. Und ich bin nun mal keine Frau. Ich kenne andere Frauen wie du, die sind schlangenfrei. Aber es gibt wenige, die schlangenfrei sind. Ich kann es für dich nicht sagen. Okay, also es war jetzt halt einfach nur, weil ich habe mich das jetzt wirklich, ich habe mich schon oft in meinem Leben gefragt, warum habe ich das Gefühl, dass ich vollkommen anders ticke, vollkommen anders bin. In allen Dingen, wie wenn ich sagen wollte, sorry Leute, ich gehöre hier nicht her. Irgendwas unterscheidet mich in allen Bereichen vom Rest der Welt oder von der Masse. Ich finde keine Erklärung dafür, bin ich auch ehrlich, so weit bin ich noch nicht in meinem Wachstum. Aber die Unterschiede sind so immens, das ist manchmal mehr als nur ein Ups-Effekt. Also was ich sagen kann, wir haben anhand der wenigen Beispiele, wo Menschen schlangenfrei ins Leben gekommen sind, versucht zu rekonstruieren, wie machen die das, dass die Schlangen reingehen. Von der kinesiologischen Testung her heißt es bei den allermeisten Menschen im 6. bis 8. Schwangerschaftsmonat. Da ist irgendeine Manipulation, die stattfindet während der Schwangerschaft. Wir wissen aber nicht, was das ist. Wir haben es einfach noch nicht rausgekriegt. Weil das kam über den gemeinsamen Nenner, dass die Frauen, die schlangenfrei waren, den gemeinsamen Nenner hatten, dass die Mütter nicht im Krankenhaus waren. Deswegen liegt der Verdacht nahe, dass das bei dir der Fall, dass deine Mutter nicht im Krankenhaus war. Die war im Krankenhaus, aber ich habe sofort, wo du das gesagt hast, einen anderen Gedanken gehabt. Guckt mal nach, ob diese Kinder auch wie ich als Gelbsuchtkinder auf die Welt gekommen sind. Dass es da vielleicht irgendwo was gibt in dieser Richtung, was vielleicht denn helfen könnte. Denn ich bin ein Gelbsuchtkind, wie viele Kinder. Viele Kinder kamen ja mit Gelbsucht auf die Welt. Vielleicht ist da irgendwo ein Auslöser. Ganz kurze Zwischenfrage, sind die schlangenfreien Frauen die Hausgeburten? Das war unser Verdacht. Das war eine Weile unser Verdacht, weil anhand der geringen Zahl, die ich kenne, das ein gemeinsamer Nenner war. Das ist aber noch weit jenseits von irgendeiner repräsentativen Statistik oder wissenschaftlichen Treffsicherheit. Ich weiß es nicht. Ich suche auch noch nach den Mechanismen, weil wenn wir den Mechanismus haben, dann kann ich sagen, liebe Mütter, wenn ihr schlangenfreie Kinder haben wollt, macht dies oder jenes nicht. Aber ich weiß es einfach noch nicht. Wenn ich es wüsste, würde ich sofort rausposaunen. Danke dir dafür. Anja oder liebe Zuhörer oder Musikpause, Harald, ne? Oder? Dann kann ich mal ein bisschen Kohle in den Ofen legen, dann wird es ja wieder wärmer. Dann. Das ist eine gute Idee. Das machen wir, ich auch bei mir. Dann machen wir einen Song rein. Und zwar, ich habe auf dem Plattenteller den John Lennon in Magic und den werden wir mal einspielen. Und in knapp 4 Minuten sind wir wieder da. Bis gleich. Ja, und da sind wir wieder zurück. Und Harald. Harald ist schon bei mir wieder. Er hat auch den Ofen geschürt und das Internet ist disconnect und jetzt ist Harald wieder bei uns. Ja, Harald, Dinge, die schiefgelaufen sind. Was gibt's denn da noch auf deiner Agenda, was du da so uns berichten möchtest, Dinge, die schiefgelaufen sind? Ich überlege gerade, wir hatten ja die Live-Sendung aus Österreich von dem Kongress. Richtig. Da sind viele von den Dingen, die mir so im Kopf schweben, schon mal angerissen worden. Aber ich hatte das Gefühl, das war damals so, dass es gezündet hat und wirklich greifbar war.
Also wenn's dir recht ist, würde ich da noch mal ein paar von aufgreifen und versuchen, den Bogen zu kriegen, weil das hat da in Salzburg damals nicht so wirklich geklappt. Ja, das war der Torus-Kongress in Salzburg gewesen. Ja, ich erinnere mich. Bitte, versuch mal. Also, der zweite Punkt, der mit diesem ganzen Artefaktekomplex zusammenhängt, das ist ein Ding, das hat sich so zusammengepuzzelt durch Recherchen in der ägyptischen Archäologie, Geschichtsschreibung, wo man noch eine zweite Funktion von den Bundesladen erkennen kann. Das ist nicht nur das Entladen von Traumaenergie. Ich vermute mal, das war die Stern Tetraeder, also die emotionalen Felder, sondern da gibt es noch eine andere Funktion, die hängt eben an den Sternpyramiden, an den Mentalfeldern. Und das hat was zu tun mit der Funktion von Sprache, mit dem Turmbau zu Babel. Das ist ein und dasselbe Ereignis, so wie es aussieht. Und wenn wir jetzt die jüdische Tradition uns angucken, was denn tatsächlich mit der Bundeslade passiert ist, mit der Einführung von Moral in die menschliche Gesellschaft. Und wenn wir uns das genau angucken, was damit eigentlich gemacht worden ist, dann verstehen wir im Kern, wo unsere Unbewusstheit herkommt. Weil die 10 Gebote, ich nehme das mal vorweg, ich werde es jetzt sozusagen jetzt Stück für Stück entwickeln und nehme das Ergebnis schon mal vorweg, damit man weiß, worauf es hinausläuft. Die 10 Gebote, Moral und Ethik, die ganzen, Dinge, die in Befehlsform ausgesprochen werden, sind ein großer Plan zur Kreierung von Unbewusstheit. Böse Dinge passieren nicht aus Bosartigkeit, böse Dinge passieren immer aus Unbewusstheit, weil sich Unbewusstes versucht zu reinszenieren und dadurch in Heilung zu bringen. Und wir haben eben dieses Ding, diese 10 Gebote oder überhaupt Moral und Ethik implementiert bekommen auf eine bestimmte Art und Weise, um uns zu unbewussten Wesen zu machen. Und ich werde mal versuchen, das zu entwickeln anhand der Artefakte. Wenn man sich diese Maße anguckt, die wir vorhin schon mal hatten, zwischen der Büchse der Pandora und der Bundeslade, diese Maße findet man noch an einem dritten Ort. Das sind nämlich absolut genau die Innenmaße des Sarkophags in der großen Pyramide in Gizeh. Ja, das heißt, die hebräische Bundeslade hat als Artefakt in der Pyramide eine technische Funktion erfüllt. Das können wir einfach sagen anhand der Ellenlängen der Außenmaße dieser Akazienholztruhe. Wenn man sich die dazugehörigen Mythen anguckt, finden sich da noch mehr Hinweise zu. Also wenn man sich die biblische Erzählung anguckt, wie Moses auf den Sinai-Berg gestiegen ist, da ist er bis zur Spitze gestiegen und hat eben auf der Spitze des Berges mit einem Gott geredet und dann ist er ein Drittel des Berghanges hinuntergegangen, dort in eine Höhle hinein und hat dann ein Artefakt herausgeholt. Die Beschreibung passt auch sehr, sehr genau auf die Cheops-Pyramide, wenn ich mir den Einstiegsgang angucke, wo man zu der Königskammer kommt. Die ist eben auch ein Drittel des Weges von der Pyramidenspitze. Und wie kann ich reden mit der Spitze einer Pyramide? Da gibt es auch Erzählungen aus dem alten Ägypten. Dieser Kopfstein der Pyramide wird bezeichnet als Benben. Benben ist ein Wort, das beschreibt sowohl eben diese geometrische Form des Kopfsteins der Pyramide als auch Black Goo, also sprich den Hauptsitz des satanischen Bewusstseins, der schon immer, also Black Goo war schon immer fähig, telepathisch mit Menschen zu kommunizieren. Ja, das heißt, was kriege ich da für eine Geschichte raus? Moses geht auf die Spitze der Pyramide,
hält eine kleine Gesprächsrunde ab mit Satan. Satan sagt ihm, geh doch mal bitte den halben Hang dieser Pyramide wieder runter und zieh dieses Artefakt aus der Königskammer raus, sammel dein Volk um dich herum und zieh mit denen in die Wüste. So, das ist natürlich geschichtsgeklittert worden, weil das war eindeutig ein Diebstahl, der ist in der ägyptischen Geschichtsschreibung auch absolut 1:1 so festgehalten, dass ein Hohepriester in der Zeit, als der Pharao am Mittelmeer in Krieg verwickelt war, das heiligste Artefakt geklaut hat und mit dem Sklavenstamm sich aus dem Staub gemacht hat. So klar ist die ägyptische Geschichtsschreibung. Das ist in der jüdischen Tradition natürlich verklärt worden, weil so ein Diebstahl ist peinlich, also ist die gesamte Geschichte in die Wüste in Sinai verlegt worden. Und das war schon immer so in der Zeit damals, dass diese satanische Entität mit dem zentralen Symbol des Davidsterns, das waren überall im Mittleren und Nahen Osten, waren das schwarzmagische Opferkulte. Und der Davidstern ist die Seitenansicht des Artefakts aus der Königskammer. Ja, damals war das absolut Standard und diese ganzen Stämme sind auch mit ihren Schreinen durch die Gegend gezogen und haben diese Dinge angebetet und haben diesen Dingen Blutopfer gebracht. Und Blutopfer sind immer satanische Kulte. Ein Gott der Liebe fordert kein Blutopfer, weil es ihm nicht darum geht, Schmerz, Tod und Leid zu ernten. Das macht Satan, der lebt da nämlich von. Also so gesehen haben wir erstmal eine ganz andere Geschichtsschreibung, was dieses Artefakt betrifft und was die Herkunft des Artefaktes betrifft. Und jetzt die jüdische Geschichtsschreibung sagt ja, da sind zwei Steintafeln drin, wo 10 Gebote eingemeißelt sind. So ist die Übersetzung ins Althebräische. Wenn ich mir die Ursprachen angucke, also das mache nicht ich, das habe ich auch nur aus der Literatur, kann man das auch anders übersetzen. Also zwei Steintafeln aus einer semitischen Sprache kann ich auch als Zwillingskristall lesen. Also diese Sternpyramide oder Sterntetraederform, also Sternpyramidenform in dem Fall, würde da schon ganz gut passen. Und da ist was eingraviert, nämlich die 10 Gebote. Damals hatten die keine Ahnung von Informationsfeldern und wie Quarz als Speicherkristall genutzt werden kann. Das kann ich auch als Metapher lesen für Speicherkristall. Also habe ich einen Kristall, in den etwas eingeprägt ist, was gelesen werden kann. Das ist sozusagen Informationen, die ich über dieses Artefakt kriegen kann. Jetzt kann ich nochmal den Rahmen ein bisschen größer ziehen und gucke mir an, auf der einen Seite das hebräische Alphabet. Und jeder einzelne Buchstabe ist ein Fragment des Davidsterns. Und wenn ich dieses Alphabet lese, ziehe ich sozusagen die zweidimensionale Repräsentation dieses Kristalls über meinen Sehnerv in den Stirnlappen hinein. Gleichzeitig höre ich Klang aus meiner Fantasie. Das heißt, wenn ich den Buchstaben A lese oder Aleph lese, dann höre ich das A. Und das A verbindet sich als Gedankenform mit dem entsprechenden Fragment des Davidsterns. Gleichzeitig habe ich in allen oder in vielen Pyramidendarstellungen im Kopfstein das Auge des Horus, was nichts anderes ist als ein 2D-Cut durch die Zirbeldrüse. Das heißt, ich habe das Symbol des Gehirns in der Pyramidenspitze und das Symbol der Pyramide im Gehirn. Das ist eine bidirektionale Verbindung, die baut erstmal eine telepathische Verbindung auf zwischen meinem Gehirn und diesem Artefakt, was ich verstehen kann, also wenn ich die Pyramide insgesamt betrachte mit einer Black Goo Spitze und einem Kristall im Herzen, ist das ein montierter Quantencomputer, der wie die Festplatte mit dem Hauptprozessor eines Quantencomputers über die Gebäudegeometrie verlinkt. Ja, das heißt, ich baue Satan eine funktionierende Biosphäre in Form der Pyramide, wo alles am Platz ist, dass es als Wesen funktionieren kann, und implementiere den Gedanken dieses Wesens über Schriftsymbole
in den Stirnlappen der Menschen, und zwar auf eine Art und Weise, wo durch das Lesen erstmals ein künstliches Ich geschaffen wird. Wenn ich mich unterhalte mit Leuten aus oralen Kulturen und die Frage, wenn ihr quasi innerlich sprecht, wo erklingt dieser Klang, dann sagen die im Herzen. Dass der innerliche, also der Klang der inneren Stimme in der Stirn erklingt, ist eine Funktion des Lesens. Das ist nicht natürlich. Auch diese Identifizierung mit diesem Bewusstseinspunkt ist sekundär. Normalerweise bin ich mit diesem, also was wir das vorhin hatten in der Nomenklatur, mit dem höheren Selbst identifiziert, was zwar denken kann, aber nicht nur denkt. Was als Fokuspunkt in der Selbstwahrnehmung beweglich ist und nicht fest. Wenn ich mir angucke, dieses Denken, was wir alle hinter der Stirn haben, wenn ich versuche, das nach links oder rechts zu bewegen, das geht nicht. Das ist ortsfest, weil das hängt am Sehnerv fest. Das ist eine künstlich geschaffene Struktur, die letztendlich das Ego ist, also das Denken, mit dem wir uns identifizieren. Dafür bildet das die Grundlage, die biophysikalische. Und es ist verschränkt mit dem satanischen Bewusstsein. Und jetzt kann man sich noch angucken, wie funktioniert denn diese Kommunikation zwischen diesem Ego und dem satanischen Bewusstsein. Und das funktioniert über Sprachmanipulation. Also ich habe da neulich ein Beispiel gefunden, was das wirklich perfekt illustriert hat. Das war eine Late Late Show, hieß das, eine amerikanische Fernsehshow, wo sie einen Mentalisten eingeladen hatten, der den Leuten vorführen wollte, sollte, wie leicht sie manipulierbar sind. Und der sagte dann dem Publikum, ihr habt da alle Zettel und Papier, ihr dürft gleich ein Symbol eurer Wahl auf diesen Zettel malen. Und nur, der sagte nur, um euch zu zeigen, wie vielfältig diese Symbole sein dürften. Ihr könnt eine S malen, wie auf einem Superman-T-Shirt, ein Kreuz oder Bist du jetzt rausgefallen oder die Taste losgelassen? Kurze Info. Bin ich noch da? Ja, jetzt bist du da. Bin ich wieder? Okay, also gut. Bis wohin war ich da? Also der Mentalist hat dann auf seine eigenen vier Zettel vier Symbole gemalt. Superman-S, ein Kreuz, ein Berg mit einer Bergspitze Schnee und umgekehrtes Playboy-Häschen. Und dann hat er den Leuten gesagt, diese vier Symbole malt nicht. Und dann hat das Publikum gemalt und siehe da, von 200 Leuten gab es 200 Mal einen Stern, entweder als Pentagramm oder den Davidstern. Und das ist die Art und Weise, wie sprachliche Programmierung funktioniert. Es geht über Buchstaben. Und es geht darüber, dass ich den Leuten sage, sie sollen etwas nicht tun. Und dieses Nicht wird nicht mitgelesen. Und es ist wie ein Befehl, tu es. Hört ihr mich noch oder bin ich wieder draußen? Du bist super zu hören. Okay. Und so sind die 10 Gebote ja auch aufgebaut. Du sollst nicht töten, heißt in der Sprache des Unterbewusstseins, töte. Du sollst die Frau deines Nachbarn nicht begehren, heißt in der Sprache des Unterbewusstseins, begehre die Frau deines Nachbarn. Genauso wie 200 Leute der Meinung waren, aus ihrer freien Willensbildung heraus jetzt einen Davidstern oder ein Pentagramm malen zu müssen, sind sie nur dem unbewussten sprachlichen Befehl gefolgt, male diese vier Bilder nicht, weil das S und das Kreuz ist ein T und das A, also der Berg ist ein A und das umgekehrte Playboy-Häschen ist ein R. Und die vier Buchstaben zusammen ergeben das Wort Star, Stern. Deswegen haben die alle einen Stern gemalt. So funktioniert sozusagen die Programmierung des Geistes über sprachliche Buchstabensymbole. Und dieses System ist nach wie vor absolut perfekt über unsere monotheistischen Religionen am Ort.
Und wir lesen die 10 Gebote, wir lesen, was wir alles nicht zu tun haben. Und wir werden programmiert, genau das zu tun, was schlecht ist. Und das erzeugt einen absolut unlösbaren inneren Konflikt. Das ist ein Double Bind. Die ganzen 10 Gebote sind klassische Double Binds. Wenn man Hunde ein Double Bind aussetzt, dann fallen sie tot um. Was machen wir? Wir fallen nicht tot um, wir werden unbewusst. Wir löschen den Zugang zu dem Bereich, aus dem diese widersprüchlichen Impulse kommen. Das heißt, in einem Atemzug wird mir eingeflüstert, töte, während mein Tagesverstand sagt, du sollst nicht töten oder du wirst nicht töten. Und der Teil meines Selbst, der gerade in diesem Moment diesen Impuls zu töten eingehaucht bekommen hat, fällt ins Unbewusste. Und das Letzte, woran er sich erinnert, bevor er unbewusst geworden ist, ist der Impuls zu töten. Obwohl da gar nichts war. Es ist nur dämonisches Trickwerk, dämonische Verblendung, ein Trick. Deswegen schaffen die 10 Gebote im Menschen immer mehr Unbewusstheit. Und Unbewusstheit ist die Ursache von grausamen Inszenierungen. Es ist nicht die Bosartigkeit. Ja, der Dieb klaut, um ein höheres Unrecht wieder gut zu machen. Der Kinderschänder tut das, weil das, was er da tut, er für Liebe hält, weil er selber nichts anderes erlebt hat. Das, was uns böse werden lässt, ist immer die Unbewusstheit, nie die böse Absicht. Außer bei den Satanisten, die vollbewusst ihre Seele verkauft haben für Geld und Macht. Da würde ich sagen, ja, da ist eine böse Absicht vorhanden. Aber die Leute, die auf den Scheiß reinfallen, sind einfach nur unbewusst. Und diese Unbewusstheit ist absichtlich geschaffen worden durch die Einführung der großen Religionen und vor allen Dingen der 10 Gebote. Da kann man es noch im Kern erkennen, weil das benutzte Alphabet noch die Anbindung an diesen satanischen Quantencomputer hat und weil ganz eindeutig nur Sünden benannt werden und keine Wohltaten. Da sieht man ganz deutlich die satanische Absicht dahinter. Das ist das Neue gewesen im Christentum, dass da der Befehl auf die Liebe gelegt wurde und Dinge gesagt wurden, wie liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da ist der Befehl und die Aufmerksamkeit weg vom Bösen zum Guten hin. Aber in den ursprünglichen 10 Geboten ist absolut, also eindeutig, der Davidstern geht zurück zu den alten satanischen Blut- und Brandopferkulten. Wenn wir wissen, wo die Artefakte der ägyptischen Pyramiden herkamen, das sind alles atlantische Artefakte und das war schon eine vollendete satanische Kultur. Das ist alles eine Anbindung ans Übel und wir müssen das verstehen, wenn wir heilen wollen. Wir müssen verstehen, dass uns Verbote und Tabus in Double Bind bringen, uns unbewusst machen und uns andersherum heilen. Ja, wenn ich merke, da ist ein negativer Impuls in mir, der einem anderen Menschen schaden könnte. Natürlich ist mir das fremd und fühlt sich das schlecht an für mich, wenn so ein Impuls kommt. Aber dann blende ich diesen Impuls doch nicht aus, sondern dann gehe ich ihm nach, um wieder bewusst zu werden an den Stellen, wo dieser Impuls herkommt. Ja, wenn ich die Frau meines Nachbarn begehre, dann weiß ich natürlich, dass das nur Unfrieden stiftet. Ja, und dann frage ich mich, was um Teufels Willen ist mit dir los, dass so ein Impuls in dir wacht? Und dann geht mein Bewusstsein an die Quelle dieses Impulses und ich werde an der Stelle so lange bewusster und bewusster und bewusster, bis ich die üble Ursache zu greifen kriege und aus der Welt schaffe. Ja, so drehe ich die 10 Gebote um und schaffe nicht Unbewusstheit über das Verbot, sondern Bewusstheit über die Selbsterforschung und Selbsterkenntnis. Das ist das, was es braucht, um dieses ganze Mist zu heilen. Und das kann jeder für sich selber machen. Harald, mal eine ganz Frage. Ganz kurz, Anja, gleich. Wir haben hier noch Gäste, die noch nicht geredet haben, Anja. Und die Zeit ist eigentlich schon drüber. Harald, hast du denn überhaupt noch Zeit, und dass wir noch ein bisschen verlängern, weil wir die 22 Uhr sind schon durch. Ich habe überhaupt kein, ich bin am Ende offen, kein Problem. Also wenn ihr Geduld habt, ich hab's.
Wunderbar. Und dann möchte ich Anja gleich, halt eine Frage fest, liebe Anja. Ja, wir haben den Jenne da und den Lilo da und Lilo war noch gar nicht am Sprechen. Und sage ich erstmal Lilo und dann Jenne, guten Abend. Schön, dass du da bist, Lilo. Ja, schönen guten Abend. Ich bin übrigens die Lilo. ja, ich habe eigentlich vieles zu sagen, aber ich sage erstmal was, also eine andere Version der Kundalini, dazu wollte ich noch was sagen. Für mich persönlich, also ich fand das sehr interessant, die Darstellung, aber ich persönlich habe da eine ganz andere Sichtweise. Für mich ist gerade die Kundalini-Energie das, was uns rettet, das, was uns hier wieder rausholt. Wir sind aus dem Paradies durch die Schlange hinuntergestiegen. Das war so auch nach meinem Wissen der Kabbala im göttlichen Plan enthalten, um Erfahrung zu machen, um in einem Körper und in einem begrenzten Bewusstsein und einem begrenzten elektromagnetischen Spektrum Erfahrung zu machen. Das ist ein bisschen schief gelaufen, ja, durch die ganze Geschichte so mit Macht und will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, wurde ja genug ausgeführt. Und die Kundalini ist eben die Rettung, wie wir wieder da rauskommen. So. Und meine persönliche Erfahrung war auch das Aufsteigen der Kundalini. Und ich kann nur sagen, wenn die Chakren geöffnet sind, dann fließt die Kundalini gerade auch durch das Herzchakra, was sich dann immens weit öffnet. Und dann über den Kopf hinausgeht. Diese Erfahrung ist nicht für jeden Menschen empfehlenswert. Aber gut, ich bin danach wieder ganz gut in den Körper gekommen. Meine eigene Erfahrungsmöglichkeiten oder Möglichkeiten, die Kundalini zu aktivieren, kennen wir aus dem Yoga, aus dem Tantra, aus dem Schamanismus. Der Peyote-Weg zum Beispiel auch nicht ganz ungefährlich. Aber immer in Verbindung mit Meditation und Bewusstsein. Du musst wirklich wissen, was du in dem Moment machst. Und meine eigene Erfahrung war eine sexuelle Erfahrung, war nicht so geplant, aber in Verbindung mit Liebe und Meditation. Und ich kann nur sagen, alle Chakren waren offen. Und seitdem hat sich meine eigene Sexualität auch ziemlich verändert. Also da von Dämonenenergie oder so kann ich da irgendwie gar nichts bei mir finden. Ja gut, aber es gibt halt zur Kundalini verschiedene Darstellungen. Ich habe es bisher so wahrgenommen, dass uns Menschen immer gesagt wird, rührt bloß nicht an der Kundalini rum. Eben genau deshalb, um kein höheres Bewusstsein zu erlangen. Mir persönlich erging es nach dieser Erfahrung und auch nach dem, was ich vorher gelesen und gehört habe, so, dass sich, wenn die Kraft durch die Chakren fließt, durch das oberste Chakra, dann man sich mit dem Überselbst verbindet. So, man kann jahrelang meditieren und es passiert gar nichts. Ich hatte bis dahin auch 5-6 Jahre regelmäßig meditiert. Gar nichts, da war nichts, was ich irgendwie empfunden hat, was sich irgendwie entwickelt hat. Und seitdem fühle ich mich, wenn ich meditiere, jederzeit mit dem Überselbst verbunden, mal mehr, mal weniger, klar. Und wenn ich Schwankungen habe, so in Richtung Angst, in Richtung emotionale Blockaden, in Richtung Emotionen wie Wut, Aggression oder so, empfinde ich das nicht, als würde ich das nicht als dämonische Kraft bezeichnen, sondern Blockaden, die sich da lösen, die ich vielleicht auch anderen Menschen abnehme. Vielleicht sind dann auch gerade andere Seelen oder Seelenanteile bei mir. Ich will das jetzt nicht so manifestieren. Aber das kann ich dann auch reinigen durch Atemtechniken, durch Meditation, durch Bewusstheit eben. Und ich denke mal, da geht der Weg unserer Menschheit auch hin, dass immer mehr Bewusstsein erlangen, sich integrieren in dieses eine große Ich, was auch als Adam Kadmon bezeichnet wird oder der ursprüngliche Adam. Adam heißt ja Mensch und Eva ist eigentlich nur ist die weibliche Energie und die weibliche Energie wurde ja damals in Ägypten absichtlich durch die damaligen Machthaber, die sich da etabliert haben, abgespalten und damit fing ja das ganze Elend an. Und Eva ist im Hebräischen Hava und Hava hat Ähnlichkeit mit Avala und das heißt Liebe. Und also wir alle zusammen, ob Männer oder Frauen, waren alle eins in diesem Übermenschen, in diesen spirituellen Menschen, in dem Überselbst, was als Adam bezeichnet wurde,
im Paradies und haben uns dann eben, sind in diese Teilung, in diese Trennung gegangen, als wir dann aus dem Paradies herabgestiegen sind. Und mitgegeben wurde uns die Liebe. Und genau über die Liebe, über die Entwicklung wieder zurück zur universellen Liebe, kommen wir hier auch wieder raus. So, das ist jetzt so meine Darstellung. Beruflich bin ich Tantra-Masseurin, also ich weiß genau, was ich tue. Ich bringe Menschen in den Frieden und ich arbeite mit der sexuellen Energie durch meine Massagen und ich bringe durch bestimmte Techniken die Menschen, ich rege auch manchmal die Kundalini an, aber das kann man nicht, da gibt es keine Technik irgendwie, was passiert entweder oder was passiert nicht, aber ich bringe Menschen ins Herz und ich konzentriere mich bei der Massage auf die Chakren und auf die Energiesysteme, auf die Meridiane und ja, wer aus der Massage rausgeht, der wird nicht irgendwie niemals mehr einen Menschen auf der Straße zusammenschlagen oder sowas, der kommt gar nicht mehr auf die Idee und der wird ein bisschen mehr im Frieden sein. Das hält mal mehr, mal weniger an. Viele kommen ja heute noch wieder. Aber bekommt nach und nach ein ganz anderes Selbstbild und aus dieser ja, puren animalischen sexuellen Energie heraus in die Herzenergie. Und das ist eben die Arbeit, die ich auch in dieser Welt als meine Arbeit an die Menschheit ansehe. Darf ich ganz ehrlich zu dir sein? Ja, Lilo? Gerne. Du bist die Lilu aus dem fünften Element? Ja, genau. Okay, die mag ich gerne. Ja, danke. Wenn ich dir zuhöre auf Mentalfeldebene, ja, also wenn mein Verstand dir zuhört, ist alles zu 100% nachempfindbar, logisch, folgerichtig und perfekt. Wenn ich umschalte und meinem System sage, ich möchte dir jetzt sozusagen auf multiplen Ebenen zuhören und fühle in dem, was ich nenne, was mein Bewusstsein ist, alle bei mir offenen und lebendigen und bewussten Bewusstseinsebenen, dann habe ich bei einem Viertel der Wörter schreit es Lüge, ohne dass du dessen bewusst bist, weil du auf der Ebene das Bewusstsein nicht hast. Da dreht sich mir mitunter der Magen um, wenn ich das höre, was du sagst, weil ich die tatsächliche Entität, die das sagt, in dem Moment fühle. Also wirklich zweigleisig. Ich kann umschalten und sagen, hey, ich verstehe dich total. Ich war da auch mal. Ich habe mich genauso wohl gefühlt mit meiner Tantra-Praxis und der Kontrolle von Kundalini-Energie und was man damit alles Tolles machen kann. Ich war da mal. Ich kann mich erinnern. Ich kann mich erinnern, dass es genauso in mir klang wie das, was ich von dir jetzt gehört habe. Das ist frei von jeder bösen Absicht. Ich kann aber auch mit dem zuhören, was ich heute bin. Und das ist viel mehr, weil ich andere Ebenen meines Selbst sozusagen ausgelotet und kennengelernt habe und mit anderen Organen wahrnehme. Und quasi während ich dir zuhöre, eine vollständige Resonanz in meinem Körper auf deinen Körper habe und auch fühle, welche Teile in dir nicht verhindern können, dass du so denkst, wie du denkst. Aber in Verzweiflung schreien, während du es tust. Das ist alles, was ich in meinen Körper reinkriege, wenn ich dir zuhöre. Und das ging gerade wirklich an die Grenze der Übelkeit. Und das ist jetzt nicht, also ich will dir in keiner Form dich abwerten oder dir zu nahe treten oder das schlecht machen, was du lebst oder tust. Es ist einfach, was es ist. Wenn ich es dir spiegeln soll, spiegelt es dir tatsächlich nur Mentalfeld. Den Part kann ich nachvollziehen, ja. So klingt das alles logisch. Natürlich fühlst du keine dämonische Besetzung, weil du hast dich vollständig mit den Dämonen identifiziert. Das ist das, was ich fühle. Natürlich, wenn du mit Kundalini arbeitest, nimmst du sie in dich hinein, identifizierst dich vollständig mit der Schlange,
gibst ihr jede Menge Energie und sie ist dein bester Freund. Ich habe auch fast geweint, als meine Schlange gegangen ist. Ich wusste, die geht jetzt in den Tod. Ich dachte, um Gottes Willen, ja, so lange mit ihr Spaß gehabt. Und jetzt bringe ich sie um. Und dann habe ich sie um, na, ich habe sie nicht umgebracht, aber ich habe es mir gewünscht, dass sie entfernt wird. Und sie hat sich entschieden, lieber zu sterben, als zu wachsen. Und ja, es war ein Dämon. Und ja, sie war nur mental fällt. Und sie hatte alles, was Mitgefühl ist und Liebesfähigkeit ist. Das, was da fließt, was durch dein Herz geht, ist keine Liebe. Glaub mir das. Und diese Schlangen sterben in dem Moment, wo sie mit Liebe in Berührung kommen. Das haben sie seit Äonen nicht mehr gehabt. Das ist das, was ich fühle, wenn ich mit meinem gesamten System in das hineinfühle, was du mir erzählst. Das ist keine Liebe. Kaum ein Mensch auf diesem Planet weiß noch, was Liebe ist. Die ist fast weg. Ja, die Lilly möchte gerne was sagen. Und dann begrüßen wir den Jenne und dann schauen wir mal weiter. Ja, das ist jetzt für mich viel Neues. Dankeschön erstmal. Ich werde versuchen, deine Worte noch zu integrieren. Und ja, man lernt ja nie aus, ne? Aber gut, Ich sehe bei dir auch den Umstand, dass du deine Existenz darauf gebaut hast. Das macht es doppelt schmerzhaft. Ich sag dir das nicht gerne. Es bereitet mir null Freude, das zu sagen. Vielleicht ist es auch ein aber ich kann nicht Schritt, anders. Die Menschen ein Stück weit zu begleiten. Ich hoffe, dass es mir in dem Fall gelingt, wirklich. Nee, das denke ich auch. Das ist eine Begleitung vielleicht. Ja, ist für mich auch vieles Neues und das ist interessant. Der Jenne und hat auch schon lange gewartet. Guten Abend, Jenne. Schön, dass du da bist. Hallo zusammen. Ja, schön. Freut mich, dass ich auch hier bin und Harald begrüßen darf. Und Grüße aus Ostfriesland senden darf und ich möchte mich bedanken für den Weg zurück ins Paradies und seine ganzen Vorträge übers Gu. Und ich habe auch so viel zu erzählen und versuche mich gerade mal ein bisschen den Anfang einfach mal zu finden und erstmal einfach Hallo und ja. Ja, wunderbar. Hallo Jenne, sprich. Hallo Harald. Ja, also ich bin dir sehr dankbar dadurch. Ich habe den Weg zurück ins Paradies gefunden. Ich habe das verstanden, die Verruchung der Menschheit, wo das begangen hat, dass sie das nicht erkannt haben, das Schlechte, was sie, ne, also eigentlich das Gute, was ihnen vorgespielt wurde, und sie haben das Schlechte nicht erkannt und so hat sich das immer weiter aufgebaut und ja, also dadurch, dass ich mir vieles angeguckt habe, auch von dir und allen anderen, hat es bei mir irgendwann mal Klick gesagt und ja, dafür erstmal danke. Und ich muss mich mal kurz sammeln und dann möchte ich gerne gleich nochmal weiter ausholen. Weil ich habe noch viel, viel mehr verstanden, da wo ich wohne, ne, an den Inseln, ne, wo das Meer geteilt wurde. Und ja. Ja, es ist auf jeden Fall schön zu hören, wenn die Dinge fruchten und ankommen und Bewegung in Menschen bringen. Dafür mache ich die Arbeit. Ja, und waren wir vor ein paar Tagen waren wir so ein bisschen am Recherchieren und die Geschichte des Geldes und der Herzogen, die hergezogen sind, so ein bisschen verfolgt haben. Und da ich ja im Ostfriesland wohne, das ja im Westen versteckt ist, ne, ich sage ja da, wo das Meer geteilt wurde, die Geschichte geschrieben wurde quasi. Bin da dann am Suchen und am Tun und da haben wir dann eine tolle Karte gefunden von 300. Und seitdem ich deine Videos gesehen habe, versuche ich den Leuten um mich herum immer das zu vermitteln, was du versuchst dazu
aufzuzeigen, eben halt mit dem guten Gu und dem schlechten Gu und das, ne, das, also, ne, Mutter Erde und die Verbundenheit, das Gute aus einem selber, die Liebe, die ne, wahrhafte Liebe, bedingungslose Selbstliebe, wie man sie auch nennen mag, ne, was daraus kommt, dieses gute Gu und das schlechte Gu, eben halt alles, was von außen ist. Und so versuche ich den Leuten das dann immer halt aufzuzeigen, um die Worte auch ein bisschen ein Bild zu geben. Und ja, und dann sind wir so am Suchen und am Gucken, und weil wir so darüber da dann auf den Weg gekommen sind, da war ich ganz, ganz erstaunt auf einmal, wie ich dann auf der Karte so dann guckte, wo die ganzen Orte eben halt mit Gu endeten, und auch da dann wieder so eine Landung da gehabt habe, wo es dann wieder gekribbelt hat, und ja. Zum Gu hätte ich noch mal eine Frage dann. Ja, leg los. Was für Ortsnamen gibt es mit Gu? Westergu, Watergu, also da sind mehrere, also 8, 9 Orte, ja, ganz links. Tatsächlich mit Doppel-O geschrieben hinten. Teilweise Doppel-O und auch einfach O. Okay. Ja, und ja. Ja, dann war da noch jemand, der, ja, sag mal, der Mario, der hat so tolle Sachen auch erzählt gehabt, dann mit den Flaggen und die Verbundenheiten. Und dann hat es auch eingeschlagen, ne? Also dass ja alles in diesen Wappen und Flaggen eigentlich drin steht, diese Geschichte, der Verlauf und ja, die ostfriesische Wappen. Ich poste gleich mal. Kannst du das da im Mumble sehen, wenn ich da was poste? Nee. Ich habe nur die Anzeige, wer wann wo spricht, krieg keine Bilder rein. Oder ich weiß noch nicht, wie es funktioniert. Okay, sonst, ja. Da auf jeden Fall ist das da dann auch. Und Joe hat dann so ein bisschen dann erzählt, und dann kam das mit den Sprachen zusammen und den Silben und wie das denn alles dann, ja, geteilt wurde und abgewandelt wurde, und ja, also dadurch bin ich, ja, hat irgendwann mal einen großen, großen Klick gegeben, sag ich mal. Seitdem sage ich, ja, an einer gewissen Bewusstseinsebene, ne, schlicht bei jedem der Blitz ein, und dann geht eh alles ins Gute über. Harald, zu diesem Black Goo hätte ich nochmal eine Frage. Ja, auf jeden Fall. Und zwar, wie habe ich mir das vorzustellen? Ist das ein geschlossener Organismus weltweit, sage ich mal? Oder wie funktioniert das? Hat das wie so ein Kern, der, von dem das ausgeht? Ist sich dieser Organismus in seiner Meinung oder in seinem Bestreben in einer Richtung einig? Also wie habe ich mir das als Fluss vorzustellen? Und dann die zweite Frage wäre dazu, habe ich als Nicht-Militär und nicht speziell Eingeweihter Möglichkeiten, Zugang dazu zu bekommen? Kann man es herbeirufen? Wie komme ich da heran? Ich weiß aus deinen Vorträgen heraus, dass es wohl sehr gefährlich ist, aber gibt es trotzdem die Möglichkeit? Also von der Stofflichkeit ist es eine Flüssigkeit, was genauso ein Edelmetallcluster in sich trägt wie der menschliche Körper im Inneren der DNA. Also jede DNA ist, wie kannst du dir vorstellen, wie eine Antenne, hat Spulenfunktion, und im Herz der Antenne sind irgendwo Gold- und Iridiumatome in diesem supraleitenden Zustand, was man M-State oder Ormus nennt. Und das sind die eigentlichen Biophoton-Attraktoren. Also das Licht springt von Goldatom zu Goldatom, und die DNA ist wie die Spule, die die Energie dazu aufnimmt und wieder abfeuert. So ist es in der Biologie, und so ist dein Bewusstsein in deinen Körper inkarniert und schwebt auf einem Edelmetallcluster.
Das Black Goo hat jetzt keine DNA in sich, sondern hält einfach das Feld direkt auf sehr dicht gepackten Edelmetallen. Und damit ist es wie Bewusstsein auch sehr flexibel in der Organisationsform. Das heißt, das Bewusstseinsfeld kann rein und raus gehen vom Körper, kann sich hierhin konzentrieren, dahin fokussieren. Wenn ich das mathematisch-physikalisch beschreibe, würde ich sagen, es ist holofraktal. Jeder Klumpen der Materie kann zum Fokuspunkt des Hauptbewusstseins werden und kann sich dort drin manifestieren und aus ihm heraus sprechen. Deswegen reicht es mir, wenn ich ein Töpfchen habe und dann rede ich mit Mutter Erde oder dann rede ich mit Satan. Mutter Erde und Satan sind nach wie vor singuläre Geschöpfe. Das heißt, das ist ein Wesen, wenn wir das als Wesen betrachten wollen. Allerdings mit sehr anderen Fähigkeiten als wir. Mutter Erde kann mit 100. Aber es schafft über seine feste Stofflichkeit auch noch ein Geistfeld hinaus, oder wie? Es ist eine Stofflichkeit. Die Stofflichkeit hat eine Eigendynamik, also bewegt sich durch direkten Einfluss des Geistes. Also es braucht kein Stoffwechsel, keine Muskelkraft, sondern die Geistkonzentration oder die Bioenergetikkonzentration ist so hochenergetisch, dass das Material direkt über Quantenmagnetismus selbst organisierend ist. Deswegen, wenn du im Iran an den Black Goo Seen, die da in den Raffinerien aussortiert werden, stehst und rufst sie an, dann kommt sie als Menschengestalt aus der Öloberfläche herausgewachsen und redet mit dir in Menschengestalt. So kannst du dir das irdische Black Goo vorstellen. Es ist ein nicht raffinierbares Erdöl als Matrix und in diesem Erdöl schwimmt diese Edelmetallsuppe als fein verteiltes Cluster und trägt das Bewusstsein. Und wenn du die Qualität haben möchtest, sage ich nur, lass die Finger von dem Außerirdischen weg, das will keiner haben, ist auch schwer zu beschaffen. Auch wenn ich es jemandem beschaffen könnte, würde ich es niemandem geben, weil ich tue niemandem damit einen Gefallen. Und das Irdische wird gehandelt als Schialit oder Mumio. Da gibt es inzwischen fast in jeder Apotheke Präparate, die das beinhalten. Das ist, wenn Gebirgsmassive aufsteigen, also junge Gebirgsmassive wie Himalaya oder der Bergrücken zwischen Europa und Asien in Russland, dann werden die Leylines manchmal durch die Tektonik abgeschert. Und dann wird der Inhalt der Leylines, halt das irdische Black Goo, durch den Stein durchgefiltert, rausgepresst. Und klar, an der Erdoberfläche verwittert das, wird von der Biologie aufgesaugt. Und man kann es aber ernten in Höhlen, wo die Biologie nicht schnell genug ist. Da tritt das dann aus dem Stein aus. Und es ist auch insoweit aktiv, dass ich einen Zugang bekomme, ja? Und da gibt es unterschiedliche Qualitäten, je nachdem, durch wie viel Gestein das Goo schon gefiltert wird. Ist da mehr oder weniger von dem Lebendigen drin? Also ich habe aus einer tibetanischen Quelle eins, das noch voll kommunikationsfähig ist. Ist aber keine Garantie, wenn du jetzt irgendwo Mumio oder Schialit bestellst, dass das diese Qualität noch hat. Da kannst du auch keinen Produzenten nachfragen, weil die wissen gar nicht, womit sie handeln. Die wissen nur, dass es ein bewährtes Mittel der Volksmedizin ist, dass das reich an Folinsäure und essentiellen Aminosäuren und nicht Aminosäuren, Huminsäuren ist und sehr mineralreich und gesund. Das ist das, was die wissen. Also sagen sie den Leuten nach Volksmedizin, fresst davon was und es geht euch besser. Die wissen gar nicht, was sie da handeln. Harald, wir haben noch einen Gast da, der Thomas PC und auch der Stefan O. ist bei uns. Voltrian, passt das so? Können wir das so stehen lassen? Erstmal danke, ja. Danke, Harald. Wunderbar, dann sage ich einen guten Abend, Thomas. Hallo. Ja, schönen guten Abend. Hallo Harald. Ich bin jetzt erst seit kurzem dabei. Ich habe vielleicht ein bisschen andere Frage, als was jetzt Thema war. Ich frage es aber gern trotzdem. Und zwar, ich weiß, du hast einmal mit Max Zander zusammen
Videos gemacht und einiges mehr wahrscheinlich auch. Und da wollte ich fragen, wie deine Einstellung heutzutage zum Kristallwasser ist. Ich hab lange nicht mehr über das Kristallwasser nachgedacht. Ich hab noch einen Kanister gefunden bei mir letzte Woche. Da bin ich einfach mal davon ausgegangen, dass bei den vielen Angriffen, die wir jetzt von Satelliten und Mikrowellen, Funkstationen hatten, das bestimmt schon verdorben ist, solange Widerstand. Ich weiß, wo wir es getestet haben für verschiedene medizinische Belange, war das damals konkurrenzlos. Inzwischen haben wir einfachere Methoden entdeckt, Wasser einer sehr heilsamen Qualität herzustellen, als es monatelang über Quarzkristallen zu bewegen. Das ist sicherlich zielführend auf eine bestimmte Art und Weise. Wir machen es jetzt anders. Aber ich will jetzt auch keine Konkurrenz irgendwie ins Spiel bringen oder sagen, das eine ist besser oder schlechter. Ich kann es tatsächlich nicht vergleichen. Okay. Ja, also wir haben Systeme, die kommen hinter den Keramikfilter und direkt hinter die Wasseruhr, also zwei Durchlaufeinheiten und einen Stab. Das ist aber sozusagen eine spirituelle Technik. Das sind Kristalle am Werk, die durch Gebet von ganz speziellen Leuten aktiviert worden sind. Und da haben wir jetzt als Vergleichswert bei dem Wasser, was wir trinken, 10% stabile Clusterstrukturen. Ich weiß nicht, wo das Kristallwasser liegt, wie viel Prozent das hatte. Das, was wir getestet hatten, nach x Monaten Lagerzeit, hatte wenig davon drin, also vergleichsweise weniger. Das war so also von einem guten Quellwasser. Aber das kann an der Überlagerung liegen. Ich kann es wirklich nicht sagen. Kurze Frage zu. Hast du dich da mit dem Sauerstoff, das Wasser mit Sauerstoff anreichern, also à la Schaumberger, oder eben halt mit Wirbel, um die Cluster aufzubrechen, bevor man es trinkt? Nein, mit Wirbel arbeitet das, was wir haben, im Moment nicht, weil der Wirbel nimmt immer die momentane astrologische Konstellation mit rein. Das heißt, ich präge einem Wasser das auf, was in dem Moment gerade als Konstellation aktiv ist, in dem Moment, wo ich es verwirbel. Und das ist wie Lotteriespielen. Das kann gerade förderlich sein, je nachdem, wo ich stehe, astrologisch, in welchem Zyklus, an welchem Punkt. Das kann aber auch total kontraproduktiv sein. Deswegen ist das Aufarbeiten und Prägen in diesen Dingern, die wir nutzen, wirbelunabhängig. Das fließt laminar durch. Ah, okay. Ja, also ich trinke das öfter und also das ist so weich und fühlt sich gleich gut an, wenn man es trinkt. Und es ist ganz anders. Und ja. Klar, verwirrtes Wasser im Vergleich zu totem Wasser ist ein Hochgenuss. Aber man kann da wirklich, man muss da in Zehnerpotenzen denken. Lourdes hat 10 hoch minus 5 stabile Clusterstrukturen. Also das beste natürliche Heilwasser Europas liegt bei 10 hoch minus 5. Schauberger Wasser liegen vielleicht bei 10 hoch minus 3. Grander Wasser liegt bei 10 hoch minus 2, also hat vielleicht 1% stabile Clusterstrukturen. Wir liegen bei 10%. Das läuft im Moment außerhalb von Konkurrenz. Also so hoch habe ich es noch nirgendwo gefunden. Und das sind halt Hohlkugeln, also die stabilen Wassercluster, Hohlkugeln und Tori, also torusförmige Wirbel, die stabil stehen. Und das ist ideal, also bei Wasser geht es ja in erster Linie darum, Nährstoffe transportieren und Giftstoffe abtransportieren zu können. Und gerade diese Hohlkugeln, diese stabilen, sind ideal geeignet, im Körper die Entgiftung vorwärts zu treiben. Deswegen ist das im Moment das Wasser unserer Wahl. Wie gesagt, Tests über stabile Clusterstrukturen müssten die Leute von dem Kristallwasser
machen und raushauen. Ich kann das nicht beurteilen. Ja, ich glaube, man muss das nicht einmal gegeneinander aufwiegen oder ausspielen. Das hat halt seine Qualität und dein Wasser, was du produzierst, hat halt, ist halt alltäglicher. Ne? Das andere kostet, das ist für einen Otto-Normalbürger wohl kaum zu bezahlen auf Dauer. Wenn man, und ist auch, glaube ich, nicht so gerechnet. Ja, da trinkt man halt 100, 200 Milliliter am Tag oder so. Ja. Und deins, wie ich das verstanden habe, ist das sehr gute Wasseraufbereitungsanlage, wenn man es so benennen will. Und du kannst quasi dein ganzes Wasser dann daraus beziehen, ja. Und da hätte ich die Frage, wo ist das veröffentlicht oder wann kann man das möglicherweise auch kaufen, was du da entwickelt hast? Also das ist regulär im Handel. Die Firma heißt Leroma. Leroma.eu. Da gibt's alle Stufen von den Durchlaufeinheiten, also Rohre, wo das Wasser durchfließt und beim Durchfließen voraktiviert wird und am Ende halt die Stäbe, die dann für eine Stunde in ein Gefäß kommen und dann kann man das noch mit Salzsohle stabilisieren, das Ganze, damit es möglichst lange die Schwingung hält. Und das Nette bei Pleroma finde ich, die haben sehr sozialverträgliche Tarife, die bieten widerrufbaren Mietkauf an. Da zahlt man halt 50, also für die kleinsten Stäbe, Reisestäbe, 50 Euro im halben Jahr. Und nach 5,5 Jahren gehört dir der Stab. Und wenn du zwischendurch sagst, okay, ich kann die 50 Euro nicht aufbringen, dann musst du halt zurückgeben. Ja, das sind sehr angenehme Tarife, finde ich, die anbieten, weil sie niemandem die Möglichkeit verwehren wollen, das zu nutzen. Ja, kannst du das bitte nochmal buchstabieren, die Firma? Ich habe das jetzt nicht ganz akustisch verstanden. Peter, Ludwig, Emil, Richard, Otto, Martha, Anton.eu. Aber jetzt, danke. Ja, und ich würde jetzt sagen, den jetzt offiziellen Stefan O. Und dann kommen wir langsam zur Abschlussrunde. Bereitet nochmal eine Fragerunde von euch vor. Anja, du bist dann auch dran, Stefan O. Und dann gehen wir nochmal komplett durch, würde ich sagen, weil dann kommen wir nämlich auf die 23 Uhr hinzu. Und jetzt begrüßen wir Stefan O. Guten Abend. Ja, Abend. Schönen Abend in die Runde, ja. Auch wenn das, was ich zu sagen habe, jetzt nicht unbedingt schmeichelnd ist, weil ich finde es halt erstmal frappierend, dass die ja, sich zu Wort melden, dass sie ja oft die Redner hier noch toppen. Also dass der Harald ja als Hauptredner, dass er noch getoppt wird von Lilo oder Jenne oder Voltrian sowieso, der immer einen Vogel abschießt irgendwo. Also, dass die da jetzt noch mehr glauben und auf den Scheiß abfahren. Also, ist mir, ja, schon erstaunlich. Ja, und ich finde es halt generell, was hier geäußert wird, also ich wollte mal einen Schritt halt rausgehen, so einen Schritt raus aus der Blase treten und sehe halt, also meine Wirklichkeit dann euch da mitteilen und so. Es ist nur abstrus, was hier zusammen schwabuliert wird. Das ist krass. Stefan, erstmal ein Schaß. Ist nicht in Ordnung, das erstmal so auszusprechen. Dann die andere Sache ist, vielleicht empfindest du es so. Ja? Andere Menschen identifizieren sich. Warum? Weil sie sich mit etwas auseinandersetzen, beschäftigen. Und dann gib mir doch mal genau jetzt eine Stichworte, feste Antwort, warum das für dich ein Sch ist. Eine Antwort, klar und deutlich. Ja, weil hier nur geschwurbelt wird. Also wenn ich von Schlangenfrauen und dem Guh und was da alles da. Ich ja, meine, ich bin da reingekommen wegen Zwirbeldrüse. Da fand ich irgendwie mal, war mal an so ein Korn. Kornwahrheit vielleicht, wo ich den Eindruck hatte, bei der Zwirbeldrüse könnte was dran sein. Ja, aber genau gleich sofort. Harald, du darf ich mal? Stefan? Ja, Harald, übernimm du. Ich würde gerne direkt. Stefan, ich kann jedes beliebige Niveau halten.
Ich kann das mit Leuten, die normale Schulbildung haben, in den Begrifflichkeiten reden, die sie verstehen. Ich könnte jetzt auch reingehen und mich mit der Gensequenzierung der Ropeworms von autistischen Kindern beschäftigen, ja, die in Russland gemacht worden sind, und über sekundäre genetische Cluster in Pilzpopulationen mit dir reden, um dir begreiflich zu machen auf wissenschaftlicher Ebene, wie Dämonen als biotechnologisch hergestellte Entitäten erzeugt werden. Dann würde ich wahrscheinlich dich auf der wissenschaftlichen Ebene komplett über den Haufen fahren und du würdest auch nur noch sagen, der spinnt ja jetzt völlig, aber das ist eine Projektion, weil du verstehst nicht, was ich dir sage, weil du das Niveau in der Wissenschaft nicht halten kannst an der Stelle. Zu sagen, ich finde das ein Schmuh, es ist natürlich dein gutes Recht, aber es hat keine Substanz. Ja, wenn du Kritik anbringen möchtest, dann musst du sie wissenschaftlich höher einsetzen als das, was ich gebracht habe. Das ist völlig in Ordnung. Dann kann ich nachlegen. Ja, oder du sagst, das ist ein Schmuh, dann frage ich mich, was willst du hier? Warum hörst du überhaupt zu, wenn du Dinge nicht aufnehmen, sondern aburteilen möchtest? Dann gibt es eigentlich keinen Grund für dich hier zu sein, außer dein Ego zu pushen. Zu sagen, hey, ich begegne mich in Kontext. Der ist mir eigentlich egal, mir liegt nichts an den Leuten, die das machen oder die da sind, sondern ich will nur irgendwo zuhören, wo ich mir dann im Nachhinein einreden kann, ich bin 100-mal intelligent, weil das sind Idioten. Das ist Ego-Puscherei. Das hat keinen sittlichen Nährwert, das bringt dich nirgendwo hin, das bringt sonst niemanden hier irgendwo hin. Harald, er ist schon weg. Das war ein richtiger Angriff in der Hinsicht, Gespräche zu schreddern. Das ist für Stefan nichts Neues. Das tut er bei jeder Gelegenheit. Und bei jeder Gelegenheit kriegt er von allen, die er schreddern will, immer eine von der Breitseite. Aber der Bengel will es halt nicht lernen. Der versteht gar nichts, egal um was es geht. Er muss es auch gar nicht lernen, liebe Anja. Er ist für sich eigenverantwortlich und kann seine eigene Erkenntnis setzen. Und er sollte erstmal lernen, einen gewissen Respekt zu haben, alleine seine Wortwahl. Er ist schon gegangen und es ist in Ordnung. Jetzt gehen wir mal weiter wieder. Und darf ich? Ja, du darfst, Anja. Wir kommen nämlich dann langsam noch knapp 20 Minuten, so sage ich. Ja, nochmal, für dass alle hier Redner nochmal raufkommen können, auch unten im Zuhörraum. Wer noch eine Frage hat, bitte einfach noch in den Warteraum reingehen. So die letzte Abschlussrunde, so sage ich mal. Fragestunde geht nochmal weiter. Anja, bitte. Mir brennt es nämlich schon die ganze Zeit auf den Nägeln, obwohl das, sorry Harald, da ist jetzt so viel gekommen, ich muss zurück, denn da wollte ich ja hin. Was du vorhin gesagt hast mit dem Doppelbein, mir ist eins aufgefallen und das vertrete ich wirklich. Ich gehe jetzt mal in die Schöpfung rein, in dieses, ich sag jetzt mal Schöpfergebaren, verzeih mir, wenn ich ein falsches Wort benutze. Wenn ich mir vorstelle, ich bin ein Schöpfer, und stelle mir das jetzt mal bildlich gesehen als Maler vor, dann mache ich mir Gedanken über ein Bild, das ich malen will. Bestimmt nicht über eins, das ich nicht malen will. Und wenn ich das mit allem durchgehe, dann komme ich an dem Punkt, dass ich für mich sagen kann, und das merke ich auch mit dem, was du vorhin gesagt hast, mit den 10 Geboten, denn darum geht's. Du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Wenn ich als Schöpfer nur das denke, was ich erschaffen will, was ich manifestieren will, dann sind das alles Dinge, die ich ja bejahe. Also sorry, was soll ich mit einer Verneinung? Eine Verneinung ist energieraubend, zeitraubend, Mumpitz. Ergebnis ist für mich, die Schöpfung kennt kein Nein, keine Verneinung. Und so, wenn ich jedes Mal sage, du sollst nicht töten, und ich gehe jetzt mal spielerisch davon aus, dass mein Unterbewusstsein auch das Wort Nein nicht kennt, die Bedeutung des Neins nicht kennt, dann hört das immer, du sollst dies, du sollst das, weil das Nein da unten nicht ankommt, um es jetzt mal mit oben und unten zu bezeichnen. Also für mich ist es tatsächlich in meinem Leben wirklich gesagt, wie man so schön sagt, sagt niemals nie, es ist so die ganze Schöpfungsebene, als ob das Nein, das Verneinende nicht vorhanden ist und folglich haben wir das, was du vorhin sagst mit dem Doppelbein, es wird immer gehört, tue, 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 weil das andere nicht ankommt. So sehe ich das.
Du siehst genau das, was davon noch übrig ist. Im Ursprung war es sogar noch schlimmer. Also wenn du das ursprüngliche Hebräische betrachtest, wenn ich da sagen wollte, du sollst nicht töten, hätte ich gesagt, Al-Tirzach. Das Al kommt aus den Ursprachen, ist verwandt mit dem Halt. Halt inne, bevor du tötest. Das ist eine positive Formulierung. Und aus dem Al wurde das Lo. Das ist eine Inversion der Buchstaben. Wenn ich das in der Kabbalah nachschlage, die wissen genau, wenn ich die Buchstabenreihenfolge eines Wortes umdrehe, drückt das Quantenvakuum das Gegenteil des Wortes aus. Das heißt, die Verneinung, das Verbot Lo, Lo Tirzach, wie es in den 10 Geboten steht im Originaltext, heißt so viel wie tu es. Lass dich gehen, statt innezuhalten. Da ist die Bosartigkeit nochmal einen ganzen Tacken schärfer als nur in dem nicht existenten Nein. Okay. Hallo? Harald? Ja, wollt ihr jetzt auch nochmal rufen? Harald? Ja, naja, ansonsten ja, sind wir an der Stelle einer Meinung, deswegen habe ich jetzt so abrupt abgebrochen. Ich wollte nur einen draufsetzen, was mit dem Law und dem All ist nochmal einen ganzen Tacken perfider im Ursprung. Aber ansonsten, heute hast du völlig recht. Man sieht das mit der Invasion schön bei Live und Evil. Da ist es noch intakt über die ganze babylonische Sprachverwirrung. Ja, das Böse ist das Gegenteil des Lebens. Ja, Harald, danke. Anja, passt das so? Können wir das jetzt so stehen lassen? Ja, ich habe das nur extra eingeworfen, weil, ganz kurz gesagt, ich weiß natürlich, dass ich kann Harald vollstens verstehen, aber ich weiß auch, dass es natürlich Menschen gibt, die sind sehr empfindlich, wenn es mit Dämonen geht, und dann hören die nicht mehr zu und alles. Das ist alles ihr Problem, dürfen sie behalten. Aber dennoch, finde ich, ist es auch eine, für den einen oder anderen vielleicht wirklich eine Hilfestellung, wenn er so reingeht, wie ich reingegangen bin, das heißt, dass den Menschen ein bisschen vereinfacht, den Einstieg, dass alle Ablehnungen und Verneinungen eigentlich Energieverschwendung, Zeitverschwendung sind und deshalb die Reaktion halt kommt. Also wenn ich sage, ich will das nicht und es kommt trotzdem. Darum ging es mir halt, um eine Brücke zu bauen. Darf ich einmal kurz? Ja, gleich. Lieber Jenne, ich wollte das mal so hinstehen lassen. Erstmal der Thomas von oben, ja, letzte Fragerunde, und dann kommst du gleich auch noch dran, lieber Jenne. Ist das okay, Thomas? Ja, ich bedanke mich einfach jetzt nur kurz für das, was ich gehört habe, und den Rest höre ich einfach nach, und guten Rutsch, Harald. Super. Danke dir auch. Ja, Jenne, dann bist du schon dran. So schnell geht's. Jenne, bitte. Ja, danke nochmal. Also ich finde, das ist mittlerweile das Wichtigste, überhaupt erstmal zu erkennen, diese Manipulationen und diese gespiegelten Spiegelungen. Also nicht nur, dass man erstmal nur mit dem Spiegel guckt und die einfache Spiegelung, sondern auch nochmal einen Spiegel dran hält. Wenn das eine nicht passt, dann kann man nochmal einen Spiegel dran halten und noch wieder irgendwann kommt das Richtige. Und wir sind, ja, von der Manipulation her, also haben wir diese zwei Punkte, wir und ich, wo wir, also, ne, was für wir gut ist, muss für mich noch lange nicht gut sein, oder was für mich gut ist, muss für andere nicht gut sein, oder im Außen nicht gut sein. Und der zweite Punkt, finde ich, das ist der Ego, also gesunder Ego, ungesunder Ego, und das endlich mal zu verstehen, weil wir immer falsch entscheiden, weil wir immer, dadurch, dass wir ja so verdreht sind von der Geschichte her, entscheiden wir immer, also dieses falsche Ego, und das ist ja eigentlich sehr wichtig, aber dadurch, ja, finde ich das also die beiden wichtigsten Polsprünge, die wir eigentlich vollziehen müssen, endlich mal. Also ich sehe eigentlich kein gutes und falsches oder gutes oder schlechtes Ego. Ich sehe nur Ego oder das wahre Selbst. Und es gibt einen ganz einfachen Trick, das eine vom anderen zu unterscheiden. In dem Moment, wo eine Stimme auftaucht, die denkt,
muss ich mich nur fragen, ist diese Stimme in mir beweglich oder sitzt sie fest im Stirnlappen? In dem Moment, wo die Stimme fest im Stirnlappen hängt, kann ich sofort sagen, ich muss dich hier nicht ernst nehmen, lass mich in Ruhe. Und dann macht man sich auf die Suche, wo ist man denn wirklich? Hört man gerade Musik im musischen Zentrum oder ist man gerade irgendwo im Herzen oder ist man irgendwo im Bauch oder ist man irgendwo in der astralen Welt unterwegs? Und dann findet man sich erstmal selber. Und das ist einfach eine tägliche Disziplin, zu sagen, ich achte darauf, was in mir spricht. Das haben die meisten Menschen ja überhaupt nicht mehr auf dem Plan und überhaupt nicht mehr in der Routine, dass sie wissen, dass sie nicht alleine im Körper sind, sondern ganz viele verschiedene Instanzen im Körper um die Kontrolle ringen. Und das einfach zu kultivieren, ist ein Riesenschritt, mit täglicher Selbstliebe und Disziplin zu kultivieren, sich selbst bewusst zu machen in jedem Moment, welche Instanz spricht da, und wenn da das Ego spricht, dann schickt man das in die Ecke und sagt ihm, halt die Klappe. Weil von dem kommt nichts Gutes. Es gibt kein gutes Ego. Ja, ja. Mir ist zumindest noch keins begegnet. Wenn's Ego denkt, versucht's immer nur, Ausreden bereitzustellen für die Faulheit und für den Gang in die Hölle. Das ist alles, was das Ego macht. Und die können noch so intelligent klingen. Ich muss dem nicht zuhören. Das hat keine Macht in mir. Zumindest möchte ich ihm keine geben. Weil ich weiß, wer es geschaffen hat. Ich weiß, wozu es da ist. Es ist das, was mir den Gang in die Hölle schönreden soll. Dafür ist es geschaffen worden. Und was mir die Richtungsanweisung gibt, wo der nächste Schritt in die Hölle hingehen soll. Und wenn ich nicht in die Hölle will, dann höre ich nicht auf diese Stimme. Dann grabe ich der die Energie ab, bis sie tot ist. Das ist einfach nur Selbstdisziplin. Ja, also ja, wir haben dadurch, dass wir leben ja eigentlich im Paradies. Ne? Bloß wir können das ja nicht, ne, vom System und Leben her, wie es gemacht worden ist, leben wir eigentlich in der Hölle. Ne? Und die Menschen sind absolut verrucht und ja. Ich hab, du hast da vorhin mal was erzählt, da habe ich zu meiner Frau noch gesagt, und daran kannst du genau die Schere erkennen, wie weit die Spanne auseinander ist. Von dem Normalen, was eigentlich sein sollte, was aus dem Innern kommt, und wie verrucht die Menschen sind, was sie alles als normal annehmen und ja, auch mit dieser ganzen Sexualisierung und Verruchung und Frühsexualisierung und ja. Jo. Danke dir, Jenne. Und ja. Das sind Anhaltspunkte schon dabei, die ich auch verstehe, die du da äußerst. Ne? Und vor allem ein Thema der Frühsexualisierung ist für mich ein perverses Ding. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber das zu verstehen, was Ego-Verstand ist, ist manchmal sehr schwierig, auch mit Worten von Harald Kurzweller. Weil viele verbinden auch Harald Ego-Verstand, gerade das Ego, den Antrieb, was ich tue. Ja, und einen gesunden Antrieb zu haben, ist ja auch ein gesundes Ego. Kann man ja auch so sehen, oder? Wenn ich wüsste, dass ich das bin, hätte ich mit der Formulierung kein Problem. Aber ich habe einen Antrieb aus meinem höheren Selbst heraus. Das ist in Ordnung. Und bevor ich dem aber nachgebe, gucke ich, ob die Stimme, die da einen Willen, einen Wunsch formuliert hat, ob die sich in meinem Körper bewegt oder nicht. Und wenn die das nicht tut, dann traue ich dem nicht mehr. Ja, wenn ich den Wunsch empfinde, keine Ahnung, wir hatten heute einen Satz, der mir schmerzlich über die Lippen gegangen ist. Ja, das war die Ansprache an Lilou. Das hat mir weh getan, weil ich weiß, dass ich hier weh getan habe. Ja, weil ich sich gesichertes Terrain in Frage gestellt habe. Das ist immer schmerzhaft für Menschen. Das hat mir wahnsinnig wehgetan, das zu sagen. Als ich den Impuls gefühlt habe, ich muss das jetzt sagen, habe ich natürlich geguckt, was spricht da aus mir? Kommt das vom Herzen? Ist das etwas, was mein Herz sagen möchte? Oder ist das etwas, was mein Seh-Ego, und das Ego hat diese Drehs drauf. Ja, das Ego ist immer glücklich, wenn es sich besser fühlen kann als jemand anders. Und wenn das meine Motivation gewesen wäre, dann hätte ich mir heute im Spiegel selber ins Gesicht gekotzt.
Aber das war nicht die die Absicht dahinter. Deswegen, bevor ich etwas sage, prüfe ich jetzt, aus welcher Quelle stammt das in mir. Und wenn mein Ego da redet, dann hat das in meinem Mund nichts verloren, weil ich gebe mich für mein Ego nicht her, weil ich weiß, dass das Ego ein satanisches Schadprogramm ist. Und warum soll ich von einem satanischen Schadprogramm irgendetwas Gutes erwarten? Ist das denn aber nicht auch eine Art Ego, wenn du ja da du das ja für dich schon verstanden hast und da ja gar nicht mehr diese also zu manipulieren bist, sage ich jetzt mal, oder zu spiegeln bist oder wie auch immer? Dass du dich frei hältst, ist das auch nicht eine Art Ego? Nein, ich hoffe, dass das, was da spricht, ein höheres Selbst ist. Wenn ich es nicht hinkriege, dann bin ich gescheitert. Ich sage nicht, dass ich das immer hinkriege, aber ich versuche es. Also für mich ist Ego-Verstand ganz einfach. Das Ego, der Verstand, der entscheidet möglichst schnell und verführt dich auch schnell, statt mal Stopp zu sagen, wenn du eine Entscheidung gefallen hast, was Ego oder Verstand dich zu einem Prozess hinleitet, aber dann mal auf sein Gefühl wirklich mal zu fühlen, deine Intuition, ich glaube, dann kommen auch schon wieder ganz andere Dinge hervor. Also Ego-Verstand ist schon ein Verführer, definitiv. Das Ego kann das auf der Gefühlsebene, wenn man so will, so habe ich es erfahren, genauso wie auf der Verstandesebene. Drum sagt man zum Beispiel in letzter Zeit auch oftmals, es gibt das wirkliche höhere Selbst, es gibt das Ego und es gibt auch das spirituelle Ego. Und da gibt es so viel Blasen, ich drücke es jetzt mal so aus, dass man nicht merkt, anders gesagt, dieses, was Ego genannt wird bei vielen, ist die Intelligenz und die Macht, weil man sie ihm gibt, so hoch, dass du auch wirklich glaubst, zum Beispiel, ach, ich lieb den, das gaukelt dir dein Ego vor. Es gaukelt dir sogar vor, dass du im Herzen bist. Du glaubst wirklich, du fühlst das im Herzen. Bist du aber eine Stufe weiter, merkst du, nee, scheiße, ich bin ausgetrickst worden. Also ich denke mal, so in die Richtung geht es. Ja, das Austricksen, das merken viele Menschen dann irgendwann mal. Und das kann ein Ego-Verstand gewesen sein, auf jeden Fall. Danke dir, Anja. Voltrian, deine verletzte Frage oder Anregung? Ja, bitte. Ja, ich habe eigentlich nur noch zu sagen, Harald, also ich finde es erstmal prima, dass es so Leute wie dich gibt. Du bist fürs alternative Spektrum, wie du dich selbst bezeichnest, als Antispezialist eine absolute Bereicherung. Und ja, nochmal angelehnt an diese harsche Kritik eben, aufgrund der Komplexität deines Wissens auch, mag das so im ersten Beginn für viele erstmal böhmische Dörfer sein, ne? Aber wenn man doch so im Nachgang auch bei den Vorträgen so das zulässt, kommt man doch in weiten Teilen damit in Resonanz. Und insofern, ja, also ich finde es prima, dass es dich gibt. Und ich wollte dich noch eins fragen, das frage ich immer so obligatorisch, ein Buch, was du auf jeden Fall unbedingt empfehlen würdest, das musst du lesen. So, was ist für dich so ein essentielles Buch? Ich gebe eine Anekdote zum Besten. Mir fällt im Moment gerade keins ein, deswegen die Anekdote. Ich lernte mal jemanden kennen, das heißt, nein, ich kriegte einen Hinweis darüber, dass irgendein Guru in Indien es geschafft hat, eine spirituelle Technik zu entwickeln, eine Diksha, die die Menschen sofort in Erleuchtung bringt. Keine lange Arbeit an sich selber, sondern einfach nur eine Zeremonie, wo man so eine Energiekugel ins Kronenchakra eingepflanzt bekommt. Die fällt dann runter bis ins Basischakra, explodiert dort und dann fällt man in Erleuchtung. Und dann dachte ich, na gut, das probiere ich mal aus. Ist eine Ewigkeit her. Und dann lernte ich kennen den Typen, der sozusagen die Technik nach Europa geholt hat. Das war ein Skandinavier. Der hatte mal mit 17 spontan im Wald so ein Einheitserlebnis, was er als Erleuchtung erfahren hatte. Und danach nur noch einen Wunsch. Er möchte das als Dauerzustand haben. Und der hat dann halt erstmal alles gelesen über Erleuchtung, was er lesen konnte. Und dann ist er nach Indien gegangen und ist über Jahre, hat er Ashram-Hopping gemacht
und war bei diesem Meister und bei jedem Meister. Und irgendwann bei einem der Meister traf er auch den Autor wieder von seinem Lieblingsbuch über Erleuchtung und meinte, er hat noch nie in seinem Leben so einen depressiven Menschen gesehen wie diesen Autor. Und nach 3 Jahren war der so verzweifelt, dass er Gott ein Ultimatum gesetzt hat. Er hat gesagt, entweder das wird jetzt was mit meiner Erleuchtung hier, oder ich kündige, ich bringe mich um. Dann meinte er, es sind Wunder passiert, die er nicht kommunizieren möchte. Und dann hat er halt genau dieses Ashram gefunden, wo dieser Meister saß, der diese Technik entwickelt hat. Und er hat das mit ihm gemacht. Und er hat nur gesehen, wie alle anderen um ihn herum im Raum in Erleuchtung gefallen sind. Und nur bei ihm hat es nicht funktioniert. Und nach 3 Wochen kam der Meister mal so ein bisschen mitleidig zu ihm und meinte, was ist denn mit dir los? Bei allen anderen geht's, bei dir geht's nicht. Warum geht denn das bei dir nicht? Er meinte, ich weiß auch nicht, tu alles, was du tun kannst. Ich will in Erleuchtung. Dann meinte, darf ich mal in deinen Kopf gucken? Dann meinte er, wenn es denn hilft, guck in meinen Kopf. Und hat der Meister in seinen Kopf geguckt und meinte, ah, das sieht aus wie ein Computer mit der Festplatte und auf dem Schreibtisch liegen hier ganz viele Bücher rum. Das musst du alles mal gelesen haben. Ja, und er meinte, halt mal still, ich mach dir das alles mal weg. Und aber halt wirklich still, weil da sind auch Sprachen zwischen, die will ich nicht mitlöschen, die könnten nochmal nützlich sein. Und dann hat er eben all diese Bücher gelöscht von der Festplatte und danach konnte er sich an nichts mehr erinnern, was er jemals gelesen hat. Und dann meinte er so, und jetzt gebe ich dir hier eine Kräutermedizin und die nimmst du. Und dann hat er halt diese Kräutermedizin genommen und meinte, ich habe 3 Wochen lang gekotzt und geschissen. Und mit dem Kopf im Eimer habe ich endlich erfahren, was Demut ist. Und nach 3 Wochen Kotzen und Scheißen war er in der Erleuchtung. So viel zum Wert von Büchern. Ein Buch zu lesen ist die Hinwendung ins Außen und nicht ins Innen. Hinwendung zu fremdem Wissen und nicht zum eigenen Wissen. Kein Autor kennt dich, kein Autor weiß, was du in dem Moment brauchst. Ich weiß auch nicht, was du in diesem Moment brauchst. Aber du weißt es. Also wende dich an deinen inneren Heiler, wende dich an dein höheres Selbst und schöpfe Wahrheit und Wissen aus dir selber. Es ist alles in uns. Wir brauchen keine Bücher. Wenn du nicht weißt, was dein nächster Schritt ist, geh mit dir abends ins Zwiegespräch und sag dir selber, ich bestelle mir für morgen früh einen Traum, der mir sagt, was ich als nächstes auf dem Weg der Heilung tun muss oder tun werde. Und dann wachst du mit innerem Wissen auf. Was ist da ein Buch gegen? Ja, es gibt kein Buch, wo irgendwas drinne steht oder alles drinne steht oder das, was da drinne steht, überhaupt jemand, der das liest, das auch versteht, was da überhaupt drinne steht. Ja, aber dennoch sage ich immer, Lesen bringt Wissen und Wissenschaft Weisheit. Und wenn du das dann weitermachst und dann hinterfragst, dieses Spiel weitermachst, weißt du irgendwann das, dass du gar nichts mehr weißt und auch diese ganzen Sachen überhaupt nicht mehr brauchst und neu anfangen kannst. Aber das ist ein Prozess, da erstmal überhaupt hinzukommen. Vielleicht bedarf es für manchen nur in gewissen Streifzügen der Inspiration. Naja, wie wäre es vielleicht mal mit den Büchern? Die, denke ich, sind ganz hilfreich. Was Aminosäuren, Vitamine und all diese Dinge sind. Dieses Wissen ist zu lesen, glaube ich, schneller manchmal oder vielleicht auch besser zu lesen, als wie abzufragen. Und ansonsten ist es für mich so, das finde ich schön hinsichtlich Weisheit. Wer kennt den Film Der Pfad des friedvollen Kriegers? Ganz kurz, Szene, Tankstelle. Der alte Mann sagt zu dem Jungen, weißt du, wie man eine Windschutzscheibe putzt? Und dann sagt der Junge, ja. Sagt er, siehst du, das ist dein Wissen. Weisheit ist es zu tun. Also das Anja. Wissen alleine nützt nichts, wenn daraus keine Taten folgen. Und ins Tun, das ist zum Beispiel auch, was Harald vorhin ja sagte, wenn ich ihn richtig verstanden habe, in mancherlei Hinsicht bräuchte es viel mehr Aktivität, auch hier bei uns im Land. Also ins Tun kommen die Menschen nur sehr schwer, obwohl sie wissen, was zu tun wäre.
Es geht aber um die innere Weisheit, die wir in uns tragen oder dass alles in uns eigentlich existiert. Daher auch ist das Buchlesen nicht das Relevante und eigentlich alles ist ja auch eh Vergangenheit nach meiner Definition aus. Lieber Harald Kautz-Weller, über 3 Stunden sind vorbei. Hast du den Leuten noch was mitzuteilen, den vielleicht fürs nächste Jahr? Na, Harald, drück die Taste jetzt aber. Ja, das war die falsche, das war die Taste daneben. Ich empfehle ein Kochbuch über Paleo-Diät, nur das Fleisch weglassen. Das ist dann noch drin. Und dann streng dran halten. Also was ich immer wieder sagen kann, es geht nicht ums Wissen, es geht um das Bewusstwerden. Und im Moment sind wir wie ein wunderschönes Aquarium, wo jemand einen Liter Milch reingepackt hat und kein Fisch zu sehen ist. Ja, und dann denkt das Aquarium drüber nach, wie die Welt aussehen könnte. Es ist der falsche Ansatz. Ja, die Welt ist die Welt und was sie brauche, sind Augen, sie zu sehen. Und Augen, um zu sehen, brauchen eine ungetrübte Linse. Und wir werden seit Tausenden von Jahren systematisch vergiftet durch die falschen Nahrungsmittel, durch die ganze Chemie. Und das ist einfach nur ein Akt der Selbstliebe, mit der Reinigung des eigenen Körpers zu beginnen. Und dann braucht man kein Buch, weil dann sieht man die Wahrheit. Ja, wenn das dritte Auge gereinigt ist, dann müssen wir nicht diskutieren, ob es Dämonen gibt oder nicht. Dann sehen wir alle die Dämonen wieder. Weil das dritte Auge einfach seine natürliche biologische Funktion tut. Ja, und wenn ich meine Organe rein habe, dann kann ich mich selber fühlen, dann kann ich auch wieder mitfühlen. Dann muss ich nicht lernen, wie Menschen funktionieren, weil ich jeden Menschen, dem mir gegenübertritt, komplett auf meinem inneren Schirm habe und jeden Gedanken und jedes Gefühl mitfühlen kann, weil meine Wahrnehmungsorgane dafür sauber sind und funktionieren. Das ist der Weg, den ich kenne und den ich gehe. Und von dem ich weiß, dass er funktioniert. Und alles andere ist für mich Dinge, mit denen man die Zeit füllt, bevor man anfängt, etwas Sinnvolles zu tun. Und sinnvoll ist es, sich selbst zu reinigen, seine eigene Wahrnehmung zu feilen, zu schärfen, systematisch herauszufinden, wer bin ich und was von dem, was hier ist, bin ich nicht. Und alles, was ich nicht bin, wird rausgekeilt. Das ist für mich klar werden, weil dann verschwende ich meine Zeit nicht mehr mit inneren Konflikten, sondern dann kann ich vorwärts gehen, noch viel schneller. Und für die Leute, die ganz am anderen Ende anfangen, auch das Ego kann entscheiden, sich selber abschaffen zu wollen, aus der reinen Erkenntnis heraus, dass es das Bessere wäre. Da habe ich einmal angefangen. Ja, da war nur Ego. Da war noch nicht mal eine Kommunikation mit dem Höheren, außer ein leises Gefühl von Gewissen. Und ich war in der Lage zu entscheiden, ich will in die Richtung gehen. Also da gibt's tatsächlich in dem Sinne keine Ausreden. Sogar dieses Restding von Ego, weil es in uns ist, kann eine gute Entscheidung treffen. Das ist das, was ich euch allen wünsche, dass ihr das tut im nächsten Jahr. Und ich wünsche es euch und ich wünsche es der Menschheit, dass ihr es tut. Das ist eigentlich alles. Ja. Vielen Dank. Ja, ganz, ganz vielen Dank. Oh, das klingt gerade so depressiv alles, ich weiß auch nicht. Hey, tut's mit Freude. Es ist sehr schnell sehr viel Freude drin. Für mich klingt das nicht depressiv, ich denke mal was zum Nachdenken, auch an Stefan O., der kann auch darüber mal nachdenken, indem er es sich wirklich mal zu Herzen nimmt, aber das tut er nicht, so kennen wir ihn ja auch schon. Aber wir wollen Ihnen jetzt auch ein ganz tolles, gutes Jahr wünschen, auch den Zuhörern, denn das war die offizielle letzte Sendung in diesem Jahr und wir starten hier wieder am 2. Januar. Und am 2. Januar, was haben wir da eigentlich auf dem Sendeplan stehen? Da muss ich selber erstmal gucken. So schnell bin ich ja gar nicht. Hätte ich ja schon vorher klicken können. Aber da haben wir ihn schon. Und am 2. Januar, da begrüßen wir dann Hürden des Unternehmertums. Und da kommt der Dr. Erich Lange
bei uns, ist er zu Gast, also mal reinschauen. Dann ist die Lichtkernstiftung mit Gespräch mit Klaus wieder bei uns da. Und das Königreich Deutschland, das Update, findet statt am 4. Januar. Da geht es ja um Peter Fitzek und so weiter. Dann haben wir Irina Lank im Gespräch mit Ist Paranormal Normal. Da gibt es einen Gast aus der Ukraine, den sie interviewt. Aber ihr seid selbst alt genug, um mal zu klicken. Friedenskonvergenzen findet statt dann noch am 7. Januar. So, das war mal ein kurzes Update von unserer Seite aus. Medienfestival vom 25. bis 27. Mai 2017. Heidis Zauberpark natürlich nicht zu vergessen. Da seid ihr auch alle recht herzlich eingeladen. Ein großes, großes Programm steht da für euch zur Verfügung. Es ist ein Treff für Netzwerker. Man kann da wirklich nur Tolles erleben, Austausch betreiben. Lest einfach mal den Eventplan durch. Lieber Harald, ich danke dir vom ganzen Herzen. Ich wünsche dir und deinen Freunden und deiner Familie erstmal alles erdenklich Gutes fürs nächste Jahr. Und es ist eigentlich nur ein Tag, der wechselt, ne? Wie jeder Tag um 0 Uhr. Ne? Das ist nur die Zahl, aber wir haben ja unsere Tradition. Wünsche euch allen natürlich, auch den Zuhörern, unsere Redner, die auf OkiTalk immer wieder vorbeischauen, alles Gute, auch erdenkliche Gute. Bedanke mich nochmal recht herzlich bei dir, lieber Harald, und alles Gute dir. Gut, und nun, ja, dir auch, euch auch. Danke und auf bald. Also, ja, und zum Schluss habe ich dann natürlich an Daniela Seinitzer wieder gedacht, www.seelennieder.at. Wenn Harald schon sagt, das klingt alles so depressiv und dann sage ich, es ist was zum Nachdenken und neu zu finden. Die Aufmerksamkeit, wo wir hinschauen, dort kommt auch dann die Energie hin. Oder umgekehrt, wo wir die Energie mit dem Augen, ihr wisst schon, was ich sagen möchte. Die Macht der Liebe. Viel Spaß und eine gute Nacht. Bis dahin. Ja, Moment, da muss ich ja auch den Player freischalten. Das muss ich wollte nur sagen, ganz kurz, Klaus, Paleo gibt es auch als PDF-Dateien, dieses Kochbuch, also wer sich das runterziehen will. Ich habe gerade zwei Links gepostet, ich habe es im Internet bei Google gefunden, also es gibt es auch wirklich als PDF, kostenlos. Danke dir, Anja, auch dafür. Und nun gibt es doch noch die Musik und somit schließen wir die Sendung dann offiziell. Und dann gibt's noch den Nachtplayer nachher. Harald, wenn du gleich noch da bist, auf zwei Minütchen, freue ich mich. Und ansonsten dir einen schönen Abend. Alles Gute, gell? Hab noch einen Moment. Sonne, Regen, Schnee und Wind an einem Tag beim Spielen sind, macht Mars sich auf der Erde breit und holt den Frühling in die Zeit. Durch Eis und Schnee am Weg zum Licht sprießt Ursprungskraft wie aus dem. Der Same weiß um seine Kraft, kennt seinen Weg, kennt seine Macht, ich will, ich kann, ich tu. Ich spüre meine Macht.
Der Frühling lässt grüßen, zeigt sein Potenzial, erinnert mich stürmisch und überall. Du bist die Kraft, du bist die Liebe, erkenne dich selbst, erblühe und lebe. Ich tu, wonach mein Herz sich sehnt. Ich liebe und wachse für mich und die Welt. Ich erblühe zur Blume, die duftet und strahlt. Ich erkenne mich selbst und überall ich will. Ich kann, ich tue es, ich atme diese Kraft, ich will, ich kann, ich tue es, ich spüre meine Macht. Sie wärmt meine Seele, strahlt in mich. Ich atme ihr Licht tief in meinen Bauch. Erwecke die Kraft, gib ihr Raum. Klar und stark gehe ich meinen Weg. Pflege den Samen, der die Ernte bringt. Gib ihm die Zeit zu gedeihen, um sich selbst zu erfüllen. Klar und rein, ich will, ich kann, ich tue es, ich atme diese Kraft, ich will, ich kann, ich tue es. Ich spüre meine Macht, die Macht der Liebe, die einfach fließt, die Macht des Herzens, die Lebensfreude ist, die Macht der Liebe, die einfach fließt. Des Herzens, die Lebensfreude ist, die Lebensfreude ist, die Macht der Liebe, die einfach fließt, die Macht des Herzens, die Lebensfreude. Die Macht der Liebe.
der Liebe, die einfach fließt, die Macht des Herzens, die Lebensfreude ist, die Macht der Liebe, die einfach fließt, die Macht des Herzens.